nächsten Einzelplan, der Einzelplan 17 des Ministeriums Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und Bundesfamilienministerin Lisa Paus war in den letzten Wochen ja wirklich viel in den Schlagzeilen. Da ging es um die Kindergrundsicherung und wie sie finanziert werden soll, mit wie viel. Darum geht es jetzt aber gar nicht, denn diese soll ja erst ab 2025 gelten. Und wir haben sie hier auch schon gesehen. Sie wartet aber noch, bis hier die Politikerinnen und Politiker ihre Plätze eingenommen haben, beziehungsweise das Plenum verlassen haben. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner zieht sich jetzt zurück. Und dann wird es hier um den Entwurf für das Familienministerium gehen. 2024 ist geplant, dass das Familienministerium sparen muss. 218 Millionen Euro weniger soll es bekommen. 13,35 Milliarden Euro sind für das Ministerium von Lisa Paus vorgesehen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauende, pünktlich zum ersten Schultag hatten die Tafeln in Deutschland wieder sehr viel zu tun. Denn weil längst nicht jedes Kind zum Schulbeginn das hat, was es in der Schule braucht, haben wieder viele ehrenamtliche Schultüten für arme Kinder gepackt. Allein in Berlin waren es 5.357. Ich war am Sonntag dort und ich habe die Freude der Helfer erlebt. Freude, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass auch diese Kinder sich gern an ihren ersten Schultag zurückerinnern. Denn für jedes fünfte Kind in Deutschland beginnt der Ernst des Lebens weit vor dem ersten Schultag, denn jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet. Und für jedes einzelne dieser Kinder habe ich in den Verhandlungen um die Kindergrundsicherung gekämpft. Und mit dem Gesetz zur Kindergrundsicherung ist es diese Ampelregierung, die den Paradigmenwechsel endlich schafft, um Kinderarmut endlich besser zu bekämpfen. Sie haben geschafft, den Einstieg in eine grundlegende und wirksame Bekämpfung der Kinderarmut. Künftig werden die Eltern automatisch über mögliche Ansprüche informiert. Und allein dadurch werden mehr Kinder mehr Geld erhalten. Und wir berechnen das soziokulturelle Existenzminimum neu. Nach konservativer Schätzung bedeutet das für das Jahr 2025 für die Kleinsten einen Zusatzbetrag von mindestens 530 Euro pro Monat bis hin zu 636 Euro für Teenager im Jahr 2025. Und außerdem wird der künftige Kindergarantiebetrag gesetzlich garantiert an die Preissteigerung angepasst. Und dasselbe gilt auch für den Zusatzbetrag. Und auch für Alleinerziehende verbessern wir die Situation. Anders als im bisherigen Bürgergeld bleibt den Alleinerziehenden nun mehr als die Hälfte des Unterhaltes grundsätzlich, als anders als bisher vollständig angerechnet wurde, bis das Kind in die Schule kommt. Das heißt, wir holen also so viele, viele Kinder. Wir rechnen mit 5,6 Millionen aus offener und aus verdeckter Armut. Und allein 1,9 Millionen Kinder holen wir aus dem Bürgergeld. Und ich sage Ihnen, geneigte Kolleginnen aus der Union, Sie irren, wenn Sie den Gegensatz aufmachen, Geld oder Bildung. Sie irren, wenn Sie sagen, die Lösung sei nicht ständig höhere Transferleistungen, sondern eine bessere Bildungsinfrastruktur. Die Wahrheit ist, wir brauchen beides. Wir brauchen beides für gleiche Chancen für alle Kinder. Und deshalb unterstützt die Länder ja jetzt schon mit jährlich 2 Milliarden Euro für mehr Qualität in die frühkindliche Bildung. Und das werden wir weiter tun. Wir werden es weiterentwickeln mit dem Qualitätsentwicklungsgesetz über das Jahr 2024 hinaus. Auch das ist Teil der Einigung zur Kindergrundsicherung. Aber wir brauchen eben die Kindergrundsicherung, weil mit der Kindergrundsicherung schaffen wir eben die Grundlage für Leistungsverbesserung. Wir schaffen den Einstieg in eine wirksame Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut. Und wie bitter nötig und wie sinnvoll das ist, das hat uns jüngst noch mal das DIW vor Augen geführt.
haben noch mal ausgerechnet, dass bei den Zahlen von 2019 beliefen sich die Folgekosten von Kinderarmut in Deutschland auf mehr als 100 Milliarden Euro. Das waren 3,4% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, langfristig kostet Kinderarmut uns das Vielfache dessen, was wir ausgeben, jetzt für eine angemessene Existenzsicherung für alle Kinder. Und deshalb sage ich ja, mehr Geld für Kinder hilft Kindern. Und es schafft für uns alle eine sinnvolle Zukunftsinvestition für unsere gesamte Gesellschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das BMFSFJ ist das Gesellschaftsministerium. Und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, den stärken wir auch mit dem Einzelplan 17 für 2024. Ja, wir mussten kürzen, aber wir haben auch klare politische Prioritäten gesetzt. Für den sozialen Zusammenhalt und für unsere Demokratie. Ich habe es mir nicht leicht gemacht, das Elterngeld zu kürzen. Der Ansatz sinkt um 290 Millionen Euro auf knapp 8 Milliarden Euro. Und ja, wenn es bei meinem Vorschlag für eine Gesetzesänderung bleibt, dann werden Paare mit einem Bruttoeinkommen von mehr als 180.000 Euro künftig kein Elterngeld mehr bekommen. Das ist in dieser Einkommensklasse und erst recht unter dem Aspekt sozialer Gerechtigkeit aus meiner Sicht eher verkraftbar als bei Paaren, die deutlich weniger verdienen. Aber ich sorge mich auch um die Gleichstellung, denn während 44% aller Väter Elterngeld beantragen, tun das Väter auf höherem Einkommensniveau derzeit schon deutlich seltener. Dabei wissen wir, dass je früher Paare sich die Sorgearbeit partnerschaftlich teilen, desto selbstverständlicher ist das. Und deswegen wollen wir auch zusätzliche Impulse setzen, beispielsweise mit der Familienstartzeit, wo wir eben 2 Wochen bezahlte Freistellung für die Partner nach der Geburt einführen wollen. Aber es gibt eben auch noch Instrumente und Maßnahmen neben dem Elterngeld. Und deswegen arbeiten wir seit Jahren und bleiben auch dabei mit Hochdruck an einer verlässlichen und guten Ganztagsbetreuung in Kita und Grundschule, ganz, ganz entscheidend für mehr Partnerschaftlichkeit und für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Meine Damen und Herren, wir mussten auch bei den Mehrgenerationenhäusern kürzen und auch bei den Freiwilligendiensten. Vollständig erhalten konnten wir hingegen die Mittel für die Jugendwerke, für das deutsch-französische, das deutsch-polnische, das deutsch-griechische Jugendwerk und auch für das neue, geplante deutsch-israelische Jugendwerk. In diesen Zeiten, so wichtig, steht die Anschubfinanzierung. Insgesamt investieren wir mehr als 24 Millionen Euro in den internationalen Austausch, auch das wichtig in diesen Zeiten. Meine Damen und Herren, welches Signal ging eigentlich vom Sonntag aus, als Markus Söder sich dazu entschlossen hat, die Zukunft der bayerischen Staatsregierung mit der Zukunft Hubert Aiwangers zu verbinden? Der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns hat allen Ernstes behauptet, in der Diskussion um das antisemitische Flugblatt würde die Shoah für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert. Frau Beer, ich finde, Sie könnten da auch zuhören, gerade Sie aus Bayern. Ich frage Sie allen Ernstes, heißt das, wir dürfen die Integrität eines Spitzenpolitikers nicht mehr an seinem glasklaren Umgang mit den schrecklichsten Kapiteln der deutschen Geschichte messen? Ich sage das stärkt all jene, die schon lange einen Schlussstrich ziehen wollen. Und ich sage Ihnen, mit der Ampelregierung gibt es solche Schlussstrich-Koketterien nicht, meine Damen und Herren. Wir stehen zu unserer historischen Verantwortung und wir halten die Erinnerungskultur lebendig. Und deshalb habe ich sehr entschlossen beschlossen, beim Bundesprogramm Demokratie leben nicht zu kürzen. Auch 2024 geben wir 200 Millionen Euro. In vielen ostdeutschen Kommunen ist Demokratie leben der wichtigste Förderer und der Partner der Zivilgesellschaft. Und wir wollen und wir werden unsere Zivilgesellschaft weiter stärken. Ich bitte Sie deshalb für die Unterstützung für diesen Etat, der eine klare Überschrift trägt. Wir halten Kurs und wir halten die Gesellschaft beieinander. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat hier als erstes zum Einzelplan 17 gesprochen, zum Etat ihres Ministeriums. Da wurde es etwas lauter, als sie auch die Affäre um die antisemitischen Flugblätter angesprochen hat. Silvia Breher antwortet nun für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin,
Ich hätte gerne hier gestanden und mit Ihnen darüber diskutiert, welche guten Effekte aus Ihrem Haushalt hervorgehen. Sie haben gesagt, Familien sind das Rückgrat der Gesellschaft. Ihr Haushalt besteht fast ausschließlich aus Kürzungen an so wichtigen Punkten. Dieser Haushalt ist ein Offenbarungseid für Sie als Ministerin. Sie haben einen Koalitionsvertrag geschlossen und unendlich viel versprochen. Ich messe Sie nur an dem, was Sie selber versprochen haben. Frühe Hilfen wollten Sie dynamisieren. Sie sinken drastisch. Der Kinder- und Jugendplan bedarfsgerecht ausstatten. Im Vergleich zum letzten Jahr 44 zu 22 sogar 110 Millionen weniger. Qualifizierungsoffensive, die frühkindliche Bildung befindet sich auf einem Allzeittief minus 80%. Die Freiwilligendienste wollten Sie nachfragegerecht ausbauen und das Taschengeld erhöhen. Minus 25%, das ist nicht wegzudiskutieren, das ist ein Strukturbruch bei den so wichtigen Freiwilligendiensten und beim Elterngeld. Sie haben so viel versprochen. Weitere Partnermonat, Elterngeld für Pflegeeltern, Dynamisierung, Reform des Mutterschutzes, immer wieder Posts und Eintritte. Und dafür wollen wir uns einsetzen, insbesondere auch die Kolleginnen und Kollegen der FDP. Und hier eine Kappung an der Stelle. Ehrlich wäre es, von Ihnen allen zu sagen, wir haben einen Koalitionsvertrag geschlossen, der nichts wert ist, weil das, was wir vereinbart haben, können wir in Zukunft nicht mehr erreichen. Das wäre ehrlich. Und Sie stellen sich hier hin, Frau Ministerin, und sagen und beklagen Ihre Sparvorgaben. Diese Sparvorgaben haben Sie im Kabinett mit beschlossen. Diese Aufteilung zwischen den unterschiedlichen Häusern. Und wissen Sie, weswegen ich so unglaublich enttäuscht bin von Ihnen? Ich habe nicht einen Artikel gelesen, nicht eine Stellungnahme gelesen, in dem Sie gesagt haben, mein Haushalt ist der wichtigste in dieser Bundesregierung. Mein Haushalt darf nicht sinken. Investitionen in unsere Kinder sind Investitionen in die Zukunft Deutschlands. Das haben Sie gesagt. Aber Sie setzen es leider nicht um. Die Sparvorgaben gelten übrigens nicht überall bei den Mehrgenerationenhäusern, klar. Aber in Ihrem Haushalt als Ministerium für Personal, Öffentlichkeitsarbeit und für die Gebäude ein deutliches Plus. Und Sie haben es selber angesprochen, Demokratieleben bleibt in der gleichen Höhe. Und damit erkennen wir auch etwas, dass Ihnen nämlich der rote Faden fehlt. Ihnen fehlt eine Struktur, eine Vision für die Familienpolitik. Denn sie fördern Projekte, aber Strukturen, die über Jahre und Jahrzehnte gewachsen sind, mit Mehrgenerationenhäusern, Freiwilligendiensten, dem Kinder- und Jugendplan, diese Strukturen zerstören sie. Und von Ihnen kommt das Zitat, diese Bundesregierung hat eine Antwort auf die Kinderarmut gefunden. Und Sie haben es vorhin ausgeführt. Das können Sie bei diesem Haushalt wirklich nicht ernst meinen. Denn Sie meinen ausschließlich die Kindergrundsicherung und sagen, aus einer Hohlschuld wird eine Bringschuld, einfacher, schneller, digitaler. Sie beenden Antragsverfahren. Vielleicht schauen Sie mal in Ihren eigenen Entwurf zur Kindergrundsicherung, Paragraph 26. Der Kindergarantiebetrag und der Kinderzusatzbetrag sind schriftlich zu beantragen. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind bei der jeweils zuständigen Stelle zu beantragen. Für Bürgergeldempfänger ist heute das Jobcenter zuständig. Und es gibt eine einzige Ausnahme, einen Antrag für Kinder, die Lernförderung brauchen. Alles andere automatisch. Zukünftig, die Familien bleiben im Jobcenter. Die Kinder allerdings gehen zur Familienkasse für Kindergarantie und Zusatzbetrag und alle weiteren Leistungen bei den verschiedenen Stellen und den Kommunen. Das nenne ich keine Vereinfachung, sondern Sie schaffen 1000 Anlaufstellen in Deutschland ab, nämlich die Jobcenter, und verlegen diesen Aufgabenbereich in 100 Anlaufstellen in Deutschland, die Familienkassen. Wer Hilfe braucht bei Antragstellungen, bei komplizierten Verfahren, an wen soll er sich dann noch wenden? Das wird schwierig. Aber in Ihrem Haushalt finden wir 100 Millionen Euro für neue Verwaltung. Im Entwurf für dieses Gesetz, Kindergrundsicherung, sind 500 Millionen vorgesehen für neue
Verwaltungsstrukturen. Richtig wäre ein echtes Kinderzukunftspaket, eine echte Evaluation der Datengrundlage. Denn wenn Sie sich hier wieder hinstellen und sagen, 5,6 Millionen Kinder wollen wir aus der Armut holen, jedes Einzelne ist eins zu viel, aber 5,6 Millionen wären über 40% aller Minderjährigen in Deutschland. Diese Zahl würde ich von Ihnen gerne mal erklärt bekommen. Richtig wäre eine konsequente Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und des digitalen Familienleistungsgesetzes, damit Daten abgeglichen und einfacher übertragen werden können. Vieles ist da schon auf den Weg gebracht, aber das Geld, was Sie für neue Verwaltungsstrukturen aussetzen wollen, 500 Millionen, investieren Sie es doch bitte direkt im vorhandenen System in die Kinder und dann den Ansatz breiter fassen, nämlich Familien von Beginn an stärken, nicht kürzen die frühen Hilfen und in die frühkindliche Bildung zu investieren, denn nur so mit einem umfassenden Ansatz und nicht nur Kindergrundsicherung als Oberbegriff, nur so mit einem ganzheitlichen Konzept direkt den Kindern zu helfen, haben sie eine Zukunft in diesem Land und können, egal mit welchem Rucksack sie auf den Weg gehen, ihren eigenen Weg gehen. Wir werden unsere Vorschläge einbringen. Wir werden unser Kinderzukunftspaket auch ins Plenum einbringen. Und ich hoffe, dass wir mit den oder derjenigen Kollegin und dem Kollegen, der immer so schön postet, die unsere Anträge, unsere Ideen dann auch gemeinsam durchsetzen können. Insofern freuen wir uns auf die Debatte. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Felix Döring für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir diskutieren heute den Etat des Bundesfamilienministeriums. Und müsste ich diesen Etat in drei Worten beschreiben, dann würde ich sagen, klein, aber oho. Klein deshalb, weil er mit seinem Anteil von ca. 3% am Gesamthaushalt vergleichsweise klein ist. Oho, weil daraus Dinge finanziert werden, die uns allen am Herzen liegen. Beispielsweise das Elterngeld, das zu seiner Einführung ein gleichstellungspolitischer Meilenstein war und um das andere Länder sehr neidisch sind auf uns. In den USA gibt es beispielsweise analog dazu überhaupt nichts. Andererseits finanzieren wir aber auch die bunte, vielfältige und wichtige Landschaft an Projekten, die Sie alle aus Ihren Wahlkreisen kennen. Wir unterstützen damit das Engagement von Kindern und Jugendlichen in den Jugend- und Sportverbänden. Wir unterstützen damit Frauenhäuser. Ich freue mich ganz besonders, dass ein Frauenhaus aus meinem Wahlkreis auch mit diesem Geld den nötigen Umbau stemmen konnte. Und wir fördern auch Demokratieprojekte aus Ihren Wahlkreisen kennen Sie sicherlich alle die lokalen Partnerschaften für Demokratie. Und wir werden diese wichtige Demokratieförderarbeit jetzt auch sehr zeitnah mit dem Demokratiefördergesetz auf eine neue gesetzliche Grundlage stellen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir investieren in die Zukunft unserer Kinder. Das haben wir übrigens auch schon getan mit der seit Jahrzehnten größten Erhöhung bei Kindergeld und Kinderzuschlag. Wir entlasten Familien mit dem Sofortzuschlag, mit dem wir die Zeit bis zur Einführung der Kindergrundsicherung überbrücken, mit der wir effektiv gegen Kinderarmut in diesem Land vorgehen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn jedes Kind in Kinderarmut ist eins zu viel. Dagegen werden wir etwas unternehmen. Und wir sorgen für gesellschaftlichen Zusammenhalt trotz multipler Krisen. Und ich als Bundestagsneuling habe mich regelmäßig mit auch ein paar alten Hasen hier ausgetauscht. Und die sagen mir alle das Gleiche. Den Start einer Legislaturperiode, der von so vielen Krisen direkt geprägt war, das gab es in dieser Form noch nie. Wir haben angefangen mit der Arbeit, da hatten wir gerade den Höhepunkt der vierten Corona-Welle und drei Monate später mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ein Ereignis, das alle Politikfelder hier überlagert und beeinflusst hat. Das, was wir gerade machen, ist mit der einen Hand
Krisenmanagement, während wir mit der anderen Hand trotzdem die wichtigsten Projekte aus unserem Koalitionsvertrag umsetzen. Und irgendwo dazwischen ist natürlich unter schwierigen Bedingungen auch dieser Regierungsentwurf zustande gekommen. Aber bei aller teilweise auch berechtigten Kritik an Details unserer Arbeit bisher und auch wenn wir in der Kommunikation auch als Koalition ein kleines bisschen besser werden könnten, diese Erfolge zwischen Krisenmanagement auf der einen Seite und der Umsetzung unserer wichtigsten Projekte auf der anderen Seite, diesen Erfolg, den lasse ich mir auch von niemandem madig reden. Darauf können wir stolz sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will ja nicht drumherum reden. Dieser Regierungsentwurf, der enthält natürlich auch Kürzungsvorschläge, die mir, die auch unseren Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern wehtun. Natürlich ist das so. Aber wir sind ein selbstbewusstes Parlament. Und wir werden uns das ganz genau angucken. Und wir werden insbesondere als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mit der politischen Maßgabe in diese Verhandlungen reingehen, dass wir unsere Schwerpunkte da setzen, wo wir den Schwächsten, den am wenigsten Privilegiertesten helfen können. Das garantiere ich Ihnen hier und heute für die anstehenden Verhandlungen, meine Damen und Herren. Und die Ampel besteht aus drei verschiedenen Parteien, die alle ihre eigenen Perspektiven und Ideen mit einbringen. Wir sind ja kein Parteieneinheitsbrei. Und ich nehme zum Beispiel zur Kenntnis, dass die FDP Steuererhöhungen im Grundsatz ablehnt. Das finde ich persönlich schade. Trotzdem respektiere ich das und ich arbeite damit. Ich will aber schon auch darauf hinweisen, dass die ein oder andere Lücke in diesem Regierungsentwurf zum Haushalt auch vielleicht mit Vorschlägen finanzpolitischer Natur kompensiert werden könnte. Insbesondere, wenn wir uns die zunehmende Ungleichheit der Vermögen in diesem Land angucken. Da hat insbesondere meine Partei viele spannende Konzepte und von denen werden wir auch nicht ablassen, meine Damen und Herren. Das sage ich hier voller Selbstbewusstsein. Und zu guter Letzt, ja, dieser Regierungsentwurf sieht auch vor, dass in Zukunft nur noch Paare mit einem Einkommen von weniger als 150.000 Euro berechtigt sind, Elterngeld zu beziehen. Und ja, das ist ein Problem, gerade gleichstellungspolitischer Natur. Trotzdem muss ich sagen, mein Vorsitzender Lars Klingbeil hat beispielsweise das Thema Ehegattensplitting adressiert. Und ich muss mich schon dann irgendwie auch darüber wundern, dass wenn gerade von Seiten der Union diese Kürzung des Elterngelds aus vermeintlich gleichstellungspolitischer Sicht massiv kritisiert wird, aber sie auf der anderen Seite Schnappatmung bekommen, wenn wir das Thema Ehegattensplitting in den Mund nehmen, das ja einzig und allein Anreize dafür sorgt, dass innerhalb einer Ehe ein Partner mehr verdient als der andere. Das hat mit Gleichstellung nichts zu tun und deswegen machen Sie sich damit unglaubwürdig. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Felix Döring hat hier den Haushalt verteidigt. Gegen Kritik, besonders von der Unionsfraktion, gab es die ja schon. Es dürfte jetzt aber weitere Kritik geben, denn der nächste Redner ist Geringer und Bollmann, AfD-Fraktion und Mitglied des Familienausschusses. Sehr geehrte Präsidentin, mit diesem Gruß an Sie, liebe Frau Pau, meine lieben Kollegen, betrete ich hier sehr, sehr dünnes Eis. Denn unser Querbeauftragter, dort hinten sitzt er ja, Herr Lehmann, der hat behauptet, selbst Ärzte könnten nicht sagen, welches Geschlecht ein Mensch hat. Also weiß ich doch als medizinischer Laie wohl erst recht nicht, sitzt hinter mir ein Mann oder eine Frau. Ahnen Sie es, ich komme zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Mit diesem menschenverachtenden Entwurf soll gegen unsere Biologie verstoßender Unsinn rechtens werden. Denn man geht ja zum Standesamt und lässt dort einfach sein Geschlecht ändern. Es heißt, die bisher vorgeschriebene Begutachtung durch einen Arzt sei diskriminierend, denn Transsexualität sei keine Krankheit. Da frage ich, warum lassen sich denn transsexuelle Menschen auf Rechnung ihrer Kasse wegen ihres Geschlechts ärztlich behandeln? Es ist medizinisch gesichert, dass transsexuelle Menschen in sehr hohem Umfang psychische Probleme aufweisen, also sind sie nicht gesund. Das erweist auch deren Suizidrate, die je nach Studie um 500% bis über 2000% erhöht ist. Für die Fakten kann ich auch nichts. Und zwar auch und gerade nach einer operativen Geschlechtsumwandlung. Es ist heute medizinischer Standard, liebe Kollegen,
dass Probleme wie Wahn, Autismus, aber auch sonstige emotionalen Probleme wie Depressionen und Essstörungen erst gutachterlicherseits ausgeschlossen werden müssen, bevor über die Gabe von Hormonen oder Operationen entschieden werden darf. Mit dieser ärztlichen Fürsorge soll künftig in unverantwortlicher Weise Schluss sein. Aber die eigentliche Zielrichtung dieser zerstörerischen Transkultur ist die vorgesehene Regelung für Kinder und Jugendliche. Auch wenn diese dekadente Unkultur, wie so vieles, aus Amerika zu uns herüberschwappt, wird man dort langsam im Sinne der Kinder wieder vernünftig. Die ehemalige Genderklinik an der University Baltimore wurde geschlossen, nachdem man dort festgestellt hat, dass 70-80% der Kinder, die Transgender-Empfindungen haben, diese im Laufe der Zeit wieder von selbst verlieren. Auch in deutschen Psychiatriezentren werden solche medizinischen Diagnosen bestätigt. Aber was schätzt die Ampel? Von ständiger Transpropaganda berieselte Eltern dürfen allein entscheiden, ob das Geschlecht ihrer Kinder geändert werden soll. Wollen auch die Jugendlichen dies tun, bedarf es hierfür der Zustimmung ihrer Eltern. Verweigern die Eltern diese, soll das Familiengericht entscheiden. Also werden die Kinder ihren woken Eltern schutzlos ausgeliefert. Die nicht woken Menschen, die nicht woken Eltern von Jugendlichen werden den Familiengerichten schutzlos ausgeliefert. Freiheit für unsere Familien, wie die rot-grünen Sozialisten sie verstehen. Willkommen in der Transhölle. Was soll das? Sind Sie nicht der Meinung, dass wir hier in diesem Hosenhause Schutzpflichten haben und insbesondere für die Schwächsten in der Gesellschaft, nämlich für unsere Kinder? Mit diesem Gesetz greift die Koalition in deren körperliche Unversehrtheit ein, voraussichtlich auch in deren Leben. Frau Paus, Sie betonen ja zwar immer, es würde nur der Personenstand geregelt. Aber wir wissen doch, dass Hormongaben und Operationen auf dem Fuße folgen. Was ist Ihnen denn das Leben und die körperliche Unversehrtheit wert? Das Bundesverfassungsgericht hat doch gerade zum Klimaschutz wohlgemerkt eine allgemeine Schutzpflicht für das Leben und die körperliche Unversehrtheit und unsere legislative Pflicht festgestellt, uns schützend und fördernd vor diese Rechtsgüter zu stellen. Wie soll man diejenigen bezeichnen, die getrieben von ihrer woken Identitätsideologie die gesundheitliche Schädigung oder sogar Selbstmorde unserer Kinder hinnehmen, als Irrende, als Verantwortungslose oder gar als Feinde und Zerstörer unseres Grundgesetzes, das auf der Menschenwürde und der freien Entfaltung der Persönlichkeit beruht? Mir fehlen zu diesem Gesetz einfach die Worte. Mit dieser abstrusen Verirrung werden unsere Kinder auf dem Altar der Transreligion geopfert und ihrer geistigen, seelischen und körperlichen Verelendung werden Tür und Tor geöffnet. Dieses widerliche Selbstbestimmungsgesetz muss vom Tisch. Vielen Dank. Gereon Bollmann hat sich hier... es gibt einen Hinweis von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Weil Sie nicht die Gelegenheit hatten, heute Morgen um 10 die Eröffnung der Sitzung durch die Präsidentin Frau Baas zu erleben, vielleicht noch einmal kurz nachzulesen, was sie uns für die zweite Hälfte der Legislaturperiode hier mit auf den Weg gegeben hat. Und ansonsten, ich habe es vorhin vergessen, als ich hier vorne von Frau Baas die Präsidentschaft übernahm. Ich mache so weiter wie vor der sitzungsfreien Zeit und werde mir natürlich das Protokoll der Debatte hier noch einmal ansehen. Sollte es Dinge geben, die geeignet sind, Menschen herabzusetzen, zu beleidigen oder Ähnliches, dann gibt mir die Geschäftsordnung auch dafür ein Instrument in die Hand, um das entsprechend auch zu ahnden. So, nach diesem Einschub fahren wir aber fort in der Debatte. Und Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau hat hier noch einmal an die Rede von Bärbel Baas erinnert, die heute Morgen die Abgeordneten die Debattenkultur gerügt hat und an deren Vorbildfunktion der Abgeordneten erinnert hat. Man solle nicht beschimpfen, beleidigen oder Plattitüden zum Beispiel einsetzen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schon bei den ersten Haushaltsberatungen in dieser Koalition war klar, dass wir
nach den Pandemiejahren mit einer niedergewesenen Neuverschuldung so schnell wie möglich zu einer soliden Haushaltsführung zurückkehren mussten. Im letzten Jahr kam dann noch der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Leitzinserhöhung der EZB noch erschwerend hinzu. Erstere völlig unerwartet, letztere nicht, sondern nach Jahren der Geldflutungspolitik längst überfällig. Insofern ist die vielbeschworene Zeitenwende nach dem Ukraine-Krieg nicht nur in der Verteidigungspolitik notwendig, sondern auch bei unserem Staatshaushalt. Als Volkswirtin weiß ich, Schulden machen nicht frei. Sie engen ein, politische Spielräume genauso wie persönliche Chancen. Dauerhaft hohe Staatsschuldenquoten schaffen eben keine grandiosen neuen Möglichkeiten, sondern führen zu steil anwachsenden Zinsverpflichtungen und rauben unseren Kindern und Enkeln damit so manche Möglichkeit, die wir für uns noch ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen. Generationengerechtigkeit geht anders. Und damit wäre ich auch beim Einzelplan 17, dem Etat des Familienministeriums. Ja, der Einzelplan sinkt im Vergleich zum Soll von 2023 etwa um 1,5 Prozentpunkte. Aber er liegt immer noch bei 13,3 Milliarden Euro und damit 608 Millionen über dem geltenden Finanzplan. Das Familienministerium trägt damit seinen Teil zur dringend notwendigen Haushaltskonsolidierung bei. Dass dies an mancher Stelle zu großem Staunen und Entsetzen geführt hat, finde ich wiederum sehr erstaunlich. Richtig ist, dass Finanzminister Lindner Sparvorgaben unter anderem im Familienetat gemacht hat. Falsch ist ja jedoch, dass Christian Lindner vorgeschrieben hätte, in welchen Kapiteln und Titeln exakt welche Kürzungen vorgenommen werden. Der vorliegende Regierungsentwurf ist genau dies, ein erster Aufschlag der Familienministerin, der heute zum ersten Mal im Bundestag beraten wird. Um die notwendigen Sparvorgaben umzusetzen, hätten sowohl Fachpolitiker und als auch die Haushälter der Ampel sicherlich zum Teil andere Akzente gesetzt und werden dies nach Möglichkeit auch noch tun. Dies ist im Übrigen, liebe Presse, liebe Verbände, liebe Kolleginnen und Kollegen, nichts Ungewöhnliches, sondern das ganz normale parlamentarische Haushaltsverfahren. Ebenfalls nicht ungewöhnlich ist es, in einem föderalen Staat zwischen den Aufgaben des Bundes und der Länder zu unterscheiden. Das gilt erst recht, wenn die finanziellen Spielräume enger werden. Und das tun sie aktuell vor allem für den Bund und nicht für die Länder. Dennoch zahlt der Bund jährlich zig Milliarden Euro für Leistungen, die Kindern und Jugendlichen zugutekommen und grundsätzlich Ländersache sind. Das ist eine starke Leistung des Bundes und keine Selbstverständlichkeit. Umgekehrt gilt aber auch, wenn im Bundeshaushalt Programme und Modellprojekte für Länderaufgaben auslaufen, seien es Sprachkitas oder Respect Coaches, dann verbietet sich jegliche Empörung darüber, dass der Bund nach Jahren der freiwillig erbrachten Leistung korrekterweise zu einer verfassungsgemäßen Arbeits- und Haushaltsführung zurückkehrt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den kommenden Wochen werden wir darüber sprechen, welche Schwerpunkte wir in der Familienpolitik setzen wollen. Für mich persönlich verdienen Kinder und Jugendliche weiterhin die größte Aufmerksamkeit, weil die teils fragwürdigen Pandemiemaßnahmen für sie ungleich härtere Folgen hatten als für unsere Erwachsene. Ausgaben zum Beispiel im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im Sport sind daher sinnvolle Investitionen in die Zukunft, und zwar sowohl für die Kinder als auch für die Gesellschaft als Ganze. In diesem Zusammenhang bin ich auch sehr froh, dass wir nun eine gute und auch haushalterisch vertretbare Lösung für die Kindergrundsicherung gefunden haben. Und noch eine Bemerkung zum Schluss. Vielleicht ist eine Phase der Haushaltskonsolidierung auch ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie wir Dinge verbessern können, ohne dafür immer nur mehr Geld auszugeben. Wo können wir Verwaltungskosten sparen und Mittel für inhaltliche Arbeit freimachen? Wollen wir in der Kinderbetreuung mehr Beitragsfreiheit mit der Gießkanne oder mehr Qualität und Flexibilität für Familien? Und gerade für Kinder und Jugendliche bedeuten ein gutes Zuhause und gesellschaftliche Teilhabe sehr viel mehr als die reine Erhöhung von Regelsätzen und Sozialleistungen. In diesem Sinne freue ich mich auf die weiteren Beratungen und unseren gemeinsamen Einsatz für einen guten und soliden Familienhaushalt. Vielen Dank.
Claudia Raffelhüschen war das für die FDP. Auf sie folgt nun Gesine Lötsch von der Linken, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und haushaltspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Paus, ich muss Ihnen widersprechen. Diese Kindergrundsicherung verdient Ihren Namen nicht. Die Wahrheit ist, die Bundesregierung hat den Kampf gegen Kinderarmut aufgegeben. Und das ist für eines der reichsten Länder der Welt ein Armutszeugnis. Frau Paus, Sie haben doch selbst gesagt, Sie brauchen 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung. Und Sie bekommen nun nach monatelang zähen Verhandlungen 2,4 Milliarden Euro. Das ist doch nicht einmal ein Trostpflaster, meine Damen und Herren. Zum Vergleich. Im Haushaltsausschuss hat die Koalition vor der Sommerpause die Erhöhung für zwei Rüstungsprojekte kurzerhand beschlossen. Und das waren 2,4 Milliarden Euro. Und das hat keine Stunde gedauert. Und ich frage Sie alle, warum geht es immer so schnell, wenn es um Rüstungsprojekte geht, und so unendlich langsam, wenn es um soziale Fragen geht? Das kann doch nicht sein, meine Damen und Herren. Aus meiner Sicht ist die Kindergrundsicherung aber nicht nur ein Sozialprojekt. Es ist wichtig, dass diese individuelle Ungerechtigkeit von aufwachsenden Armut beendet werden muss. Aber wenn Kinder abgehängt werden, wenn sie in Armut aufwachsen müssen, wenn sie keine guten Bildungschancen haben, dann verschleudert diese Gesellschaft auch Talente und Potenziale. Und das dürfen wir gemeinsam nicht zulassen, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch, Herrn Lindner trifft nicht die alleinige Schuld. Auch SPD, FDP und die Grünen haben ihre Ministerin im Stich gelassen. Das ist die bittere Wahrheit, meine Damen und Herren. Seit Beginn der Legislaturperiode habe ich regelmäßig nach dem Stand der Kindergrundsicherung gefragt. Mir wurde dann immer erklärt, dass die Abstimmung unter 6 Ministerien sehr zeitaufwendig und darum auch so kompliziert wäre. Und nun soll diese Kindergrundsicherung im Jahre 2025 kommen. Doch dann gibt es vielleicht eine neue Regierung. Und aus den Äußerungen von Parteien hier im Raum, FDP, auch CDU, sehen wir doch, soziale Kälte ist noch steigerbar und darum muss sofort gehandelt werden, meine Damen und Herren. Herr Lindner hat nun erklärt, dass es in dieser Legislaturperiode keine Sozialreformen mehr geben werde. Herr Lindner vertritt die Milliardäre in diesem Land, und daher ist das eine verständliche Position aus seiner Sicht. Aber das darf doch nicht die Position von Grünen und SPD sein, meine Damen und Herren. Und wir wissen doch, Milliardäre haben nicht die Absicht, ihre Krisengewinne gerecht mit der Gesellschaft zu teilen. Wir als Linke sagen, wir wollen keine Konjunkturprogramme für die Rüstungsindustrie. Wir wollen Steuergerechtigkeit. Dann hätten wir auch genügend Geld, um die Kinderarmut zu beseitigen. Herzlichen Dank. Gesine Lötsch hier mit deutlicher Kritik. Sie war ja auch lange Sprecherin des Haushaltsausschusses in vorherigen Legislaturperioden. Nun Bruno Hönel für die Grünen. Menschen ist unantastbar. So steht es in Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Das bezieht sich natürlich auch auf transsexuelle Menschen. Sie sollten sich entschuldigen bei den betroffenen Personen für diese abgrundtief verachtenswürdige Beleidigung, die Sie heute ausgesprochen haben. Es ist gut, dass die Bundesregierung im Kabinett das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen hat, meine Damen und Herren. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerechte Chancen für unsere Jüngsten, das ist ein Ziel, das diese Koalition eint. Jeder Euro, den wir dabei mehr ausgeben für Chancengerechtigkeit, ist eine Investition in die Zukunft, die sich auf vielfältige Weise bezahlt macht. Und lassen Sie mich eines zu Beginn sagen, die Kindergrundsicherung ist dafür genau das richtige Instrument, das wir jetzt als Koalition gemeinsam aufs Gleis setzen. Endlich wird Kinderarmut in Deutschland wirksam und nachhaltig bekämpft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die verschiedenen Bausteine hat Ministerin Lisa Paus bereits beschrieben. Und ich möchte hinzufügen, dass die Kindergrundsicherung auch ein relevanter Wirtschaftsfaktor ist. Gerechte Chancen bedeuten erfolgreichere Bildungswege, bedeutet mehr gut ausgebildete Fachkräfte in der Zukunft. Die volkswirtschaftlichen Kosten von Kinderarmut übersteigen mittel- und langfristig die Ausgaben für die Kindergrundsicherung um ein Vielfaches. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kindergrundsicherung ist eben nicht nur unsere sozialpolitische Verantwortung, sie ist auch das Gebot ökonomischer Vernunft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist sie doppelt richtig. Und im Hinblick auf die Union möchte ich einmal sagen, Sie sprechen so gern über diese eine Ursache von Kinderarmut, die Migration.
Sie verzerren damit aber, so nehme ich das wahr, das wahre Bild, indem Sie die drei wichtigeren Risikofaktoren ausklammern. Studien zeigen, dass das größere Risiko für Kinderarmut ausgeht von der Erwerbsintensität der Eltern, dem Bildungsgrad der Eltern und der Familienstruktur. Stichwort Alleinerziehende. Und genau da setzen wir an als Koalition, anstatt wie Sie komplexe Probleme auf einfache, ich würde sagen gar spalterische Antworten zu reduzieren. Damit werden Sie den Kindern nicht gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Wir schon mit der Kindergrundsicherung. Und ja, liebe Kolleginnen, multiple Krisen verengen unsere Haushaltsspielräume. Es wurde angesprochen, deswegen gibt es Kürzungen, zum Beispiel bei den Freiwilligendiensten, die wir uns sicherlich im parlamentarischen Verfahren noch mal genau anschauen werden. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Union, was wäre denn die Alternative gewesen? Wollen Sie lieber der alleinerziehenden Mutter den Unterhaltsvorschuss kürzen? Oder den Kinderzuschlag für untere Einkommen? Sie können nicht auf der einen Seite fordern, es dürfe keine Kürzungen geben, aber nie sagen, wie unter Einhaltung der Schuldenbremse die Gegenfinanzierung aussehen soll. Da geben Sie keine Antwort. Das ist Fundamentalopposition. Immer dagegen sein, einfach nur dagegen sein, aber nie sagen, wie man es eigentlich machen will. Das bringt das Land nicht weiter, das bringt die Kinder nicht weiter, das bringt uns nicht weiter und Sie selbst bringt es am wenigsten weiter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Elterngeld will ich sagen, wurde auch angesprochen, natürlich ist diese Kürzung bitter. Brauchen wir uns doch nichts vormachen. Aber die Ministerin hat die Vorgabe eben so umgesetzt, dass es verkraftbar ist. Lediglich 3-4% der reichsten Eltern sind davon betroffen. Wir sparen eben nicht bei denjenigen, die es am dringendsten nötig haben. Die neue Regelung der Ministerin ist die sozialverträglichste Art und Weise, den Vorgaben des Finanzministers zu entsprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Übrigens, die Differenz zwischen dem Haushalt 2023 gegenüber dem vorliegenden Entwurf für 2024 entspricht fast haargenau dem Schaden, den uns die CSU durch ihr Pkw-Maut-Desaster eingebrockt hat, nämlich 240 Millionen. 240 Millionen Euro, die ganz konkret fehlen. Frau Breher, Sie haben ja die Kürzungen angesprochen. Die Kürzungen hätten wir uns sparen können, wenn Andi Scheuer und die CSU nicht Millionen Steuergelder anderer Menschen fahrlässig verprasst hätten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist nämlich die Wahrheit. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Etat ist elementar für die Sicherung unserer Zukunft, für eine resiliente Zivilgesellschaft und starke Familien. Vorgesehene Gesamtausgaben von rund 13,35 Milliarden Euro in 2024. Damit liegt der Etat im Übrigen deutlich über der Finanzplanung des letzten GroKo-Haushaltes, der für das kommende Jahr nur 11,7 Milliarden vorgesehen hat. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und das schaffen wir alles trotz... Ich muss jetzt für das Recht Ihrer Kollegin kämpfen. Setzen Sie bitte einen Punkt. Letzter Satz. Frau Präsidentin, und das schaffen wir trotz all der Krisen und Unwägbarkeiten in dieser Zeit, weil der zivilgesellschaftliche Zusammenhalt das Fundament unserer Demokratie ist, weil wir Familien von jung bis alt im Blick haben, sie stärken und fördern. Herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. Hermann Josef Tebrucke für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, zur Debatte steht der Einzelplan 17, also unseres Familienministeriums. Und vielleicht, Herr Hönel, kurz zur Einordnung, was die Größe des Haushaltes ausmacht. 13,5 Milliarden sind veranschlagt. Wenn man berücksichtigt, dass eine Inflation, eine Preissteigerung von etwa 10% zu beklagen ist, dann wären wir eigentlich ceteris paribus bei einem Haushalt von 15 Milliarden. Stattdessen haben wir 13,3. Das wäre eine deutliche Einschränkung. Also das nur zur Einordnung und vielleicht auch an Sie, Herr Döring. Sie sagen, der Haushalt sei klein, aber oho, Sie erlauben, diese Bewertung würde ich jetzt nicht teilen. Vielleicht sprechen wir von klein, aber ow, oder vielleicht von klein, aber naja, das müssen wir klären. Meine Damen und Herren, sicherlich ist eine sparsame Haushaltsführung im Sinne der nachfolgenden Generation und denen fühlen wir uns in besonderer Weise verpflichtet. Frau Raffelhüschen, ich danke Ihnen, dass Sie darauf noch mal ausdrücklich hingewiesen haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir über alle Ressorts einvernehmlich kürzen, sondern ich erwarte schon auch von einer Familienministerin, dass sie etwas streitbarer für dieses Ressort, für das Budget Haushaltsplan 17 votiert. Das haben Sie nicht gemacht, Frau Ministerin. Vielleicht haben Sie die Kürzungen akzeptiert, um Kindergrundsicherung irgendwie doch durchzusetzen.
Das müssen Sie selbst beantworten. Oder wir fragen uns zweitens, sind die Aufgaben für Familien, für Senioren, für Frauen und Jugend vielleicht weniger geworden nach der Corona-Zeit? Ich glaube, da sind wir uns einig, ganz im Gegenteil. Vielleicht aber drittens gibt es gar keine Strategie oder es fehlt einfach an der Bereitschaft, Prioritäten zu setzen. Dieser Verdacht jedenfalls drängt sich auf, wenn wir uns die Kürzungen im Etat 17 mal etwas genauer anschauen. Apropos Kürzungen, ist alles gekürzt worden. Ich glaube, wir sollten darauf hinweisen, dass das nicht der Fall ist. Etwa bei den Personalkosten sind Steigerungen von 14% verbucht oder in der Öffentlichkeitsarbeit Steigerungen von 238%. Oder bei den Geschäftsausstattungen und der Kommunikation 113% Steigerung oder 2,5 Millionen. Und dann gibt es noch das Startgeld zur Vorbereitung auf das Kindergeld von 100.000. Also Kürzungen überall, keineswegs. Wo aber ist denn gekürzt worden? Meine Damen und Herren, im Grundgesetz heißt es, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Und aus dem Prinzip der Subsidiarität bedeutet das für uns, dass wir Eltern nicht ersetzen, sondern als Staat, sondern dass wir Eltern unterstützen, dass wir sie unterstützen, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Eltern und Familien brauchen mehr Zeit füreinander, brauchen Infrastruktur und sie brauchen auch finanzielle Flexibilität. Und sie brauchen insbesondere Unterstützung in schwierigen Situationen. Und das ist das erste Kriterium, mit dem wir alle diese Maßnahmen, Mittelkürzungen oder auch Mittelerweiterungen, Budgeterweiterungen bewerten. Und das zweite ist die Frage, sind die Maßnahmen, die betroffen sind, die entschieden worden sind, Beiträge zur Selbsthilfe, zur Selbstverwirklichung, zur Selbstständigkeit und auf Zukunft ausgerichtet oder sollen sie nur irgendwelche Symptome behandeln? Und drittens helfen die Mittel in den Budgetansätzen dazu, dass wertvolle Strukturen im gesellschaftlichen Bereich, im privaten Bereich unterstützt werden, damit sie im Sinne von Familien wirken können oder gefährden wir durch Entscheidungen, die hier im Haushaltsplan vorgesehen werden, gerade diese wertvollen Strukturen. Und wenn ich das im Einzelnen mal aufzeigen kann, dann ergeben sich schon einige Widersprüchlichkeiten. Wenn es also darum geht, Familien gerade in schwierigen Situationen unterstützen, dann frage ich schon, was ist denn eigentlich für Alleinerziehende und für kinderreiche Familien vorgesehen? Wir wiederholen immer wieder unsere Forderung einer Kindergelderhöhung und Staffelung zugunsten also der Mehrverkindfamilien. Nichts passiert. Was ist, wenn wir von Familien in schwierigen Situationen sprechen, die das, was ja immer wieder beklagt wird, auch nach Corona, dann stellen wir fest, Mittel für Müttergenesungswert gekürzt, Mittel für Familienerholung gekürzt. Nach dem wertvollen Corona-Auszeitprogramm, in der Bewertung waren wir uns ja offensichtlich alle einig, gab es das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit zusammengestrichen. Wir suchen Perspektiven für junge Menschen, aber kürzen nach dem Vorschlag der Bundesministerin die Ausgaben für freie Jugendhilfe um 19%. Zuschüsse an Jugendorganisationen politischer Parteien um 50%. Wir wollen Eltern nach der Geburt ihres Kindes unterstützen. Wir fordern seit langem eine Reform des Elterngeldes. Was machen Sie? Sie kürzen das Elterngeld. Was ist das für ein Signal, das Sie da an die Eltern und ihre Familien senden? Wir wollen bessere Bildungsperspektiven, um gerade armutsgefährdeten Kindern mit Migrationshintergrund zu helfen. Was machen wir? Was macht die Regierung? Sie streicht die Sprachkitas und streicht die Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Beratung, Betreuung von Flüchtlingen und Auswanderern. Und wenn wir davon reden, dass wir stärken wollen Demokratie und Zusammenhalt und uns darüber freuen, wie viele junge Menschen heute freiwillig sozialen Dienst tun und damit Zusammenhalt leben, damit einen wesentlichen Beitrag zur Demokratie in unserem Lande leisten, dann streichen wir diese Mittel nach Vorschlag der Bundesministerin, bei den Freiwilligendiensten um 50% und beim Bundesfreiwilligendienst um 25%. Sehen Sie sich, Frau Ministerin, eigentlich bewusst, welche Konsequenzen das hat? Manchmal sind es nur kleine Kürzungen, die dazu führen, dass ganze Strukturen zusammenbrechen, unwiderruflich. Und das können wir nicht akzeptieren. Mit den genannten drei Kriterien gehen wir gerne mit Ihnen in die Beratung Ihres Haushaltes. Es geht uns darum, den Eltern und ihren Kindern zu helfen, sie zu unterstützen, Verantwortung wahrzunehmen in einem demokratischen, rechtsstaatlichen und auch solidarischen Umfeld. Und zu diesen Beratungen sind wir sehr gerne bereit. Vielen Dank.
Hermann-Josef Tebroke war das für die Unionsfraktion. Nächster Redner ist nun Sönke Rix, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in einer Situation, die wir uns vor mehreren Monaten, vor zwei Jahren oder über einem Jahr nicht vorstellen hätten können. Wir haben eine Situation, dass wir Krieg in Europa haben. Wir haben eine Situation, dass wir hier als Bundesrepublik von einem Tag auf den anderen Dinge, die eigentlich fast wie selbstverständlich galten, umändern mussten. Wir sind also in einem Prozess, den wir seit Jahren so in dieser Bundesrepublik nicht mehr kennen. Und das kostet sehr viel Kraft, das kostet auch Zumutung. Wir muten unseren Bürgerinnen und Bürgern auch viel zu. Und das kostet auch sehr viel Geld. Und die wirtschaftliche Situation ist davon auch äußerst angefasst, wenn ich das so sagen darf. Deshalb haben wir ja auch in der Vergangenheit als Bundesrepublik, als Bund sehr stark den Menschen geholfen, den Unternehmen geholfen. Wir haben geholfen, diese akute neue Situation mit Preisbremsen, mit Hilfen auch abzufedern. Natürlich auch Familien und natürlich auch Kindern. Natürlich haben wir unsere Verantwortung wahrgenommen, um da auch zu helfen, den Kindern. Und jetzt tun wir sogar noch eine Schippe drauf. Wir sagen, das, was wir kurzfristig in einer Krisensituation zur Hilfe bereitgestellt haben, wollen wir auch langfristig und dauerhaft den Kindern und Familien zur Hilfe bereitstellen. Wir wollen die Kindergrundsicherung einführen. Und dazu hat das Bundeskabinett, wie ich finde, einen hervorragenden Vorschlag auf den Tisch gelegt. Dann wird es keine punktuellen Leistungen mehr geben, keine punktuellen Zuwendungen, sondern aus einem Guss. Und natürlich müssen wir noch daran arbeiten, es noch weniger bürokratischer zu machen. Aber der Vorschlag jetzt ist schon weniger Bürokratie, weil wir Leistungen da an dieser Stelle auch zusammenführen. Und wir vereinfachen nicht nur und wir führen nicht nur zusammen, nein, wir verbessern auch. Und hören Sie bitte auf, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Geschichte zu erzählen. Naja, die Kindergrundsicherung und so weiter wären ja dem Bund nur 2,7 Milliarden Euro wert. Das stimmt doch einfach gar nicht. Und das wissen Sie, Frau Lötsch, und das wissen Sie auch. Sie wissen, dass jetzt schon viel mehr im System ist, viel mehr Geld im System. Wir haben eine massive Kindergelderhöhung und eine massive Kinderzuschlagserhöhung gehabt. 7 Milliarden Euro zusätzlich allein in diesem Bereich. Damit ist das Volumen für die Kindergrundsicherung weit über dem, was Sie hier benannt haben. Und das wissen Sie auch. Und das ist eine große Investition. Und das tun wir gerne als Ampelkoalition. Und natürlich sagen wir auch, das ist nur eine Säule, die direkte finanzielle Zuwendung. Die zweite Säule sehen wir auch. Natürlich, das haben wir ja sogar in der Großen Koalition gemeinsam gemacht, indem wir das Gute-Kita-Gesetz beschlossen haben. Übrigens musste ich mich am meisten mit meinem eigenen Koalitionspartner dazu streiten. Das ist jetzt nicht so, dass das eine Selbstverständlichkeit wäre, dass die CDU dann da und die CDU, CSU dazu überhaupt bereit war, dass wir als Bund den Kitas Geld geben. Das stimmt nicht. Das stand nämlich nicht in Ihrem Wahlprogramm. Das haben wir in die damalige Koalition eingebracht. Und wir arbeiten und wir geben auch weiterhin Geld für Infrastruktur und Kita zur Verfügung. Also die zweite Säule nehmen wir auch Ganztag, Startchancenprogramm im Bereich Bildung noch. Ich will noch einen letzten Satz sagen zum Thema Freiwilligendienste. Ich freue mich ja, wenn das Herz plötzlich auch von der Union sehr stark gegenüber den Freiwilligendiensten entdeckt wird. Ich habe den Vorschlag der Union in Positionspapieren gefunden, aus dem Freiwilligendienst einen Pflichtdienst zu machen. Ein Deutschlandjahr oder ein Deutschlanddienst oder so etwas Ähnliches. Und das ist absolut konträr zu dem, was wir eigentlich fördern im Freiwilligendienst. Das Freiwillige wollen Sie doch eigentlich aufgeben. Und eine Gegenfinanzierung zu Ihrem Modell habe ich auch noch nie gesehen, denn dazu gibt es überhaupt gar keine Gegenfinanzierung. Werfen Sie uns nicht Unseriösität vor, sondern bleiben Sie dabei, was Sie früher einmal vernünftig gehalten haben, und hören Sie auf mit populistischen Pflichtdienstforderungen und hören Sie auf, Dinge zu fordern, für die Sie selber keine Gegenfinanzierung haben. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie auch alle ganz herzlich, freue mich, Sie gesund und munter wiederzusehen und gebe jetzt das Wort an Ulrike Schielke-Ziesing von der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren,
Als ersten Einzelplan unter den Fachministerien besprechen wir dieses Jahr den Etat des Familienministeriums. Ich wünschte, die Reihenfolge würde auch die Prioritätensetzung in der Regierung widerspiegeln, aber leider wird es wohl nur bei den Wünschen bleiben. Wir haben es nun schon mehrfach gehört, das große Thema in diesem Jahr sind die Sparvorgaben und vor allem Ihre Entscheidung, Frau Ministerin, ausgerechnet beim Elterngeld zu kürzen. Sie und Ihre Kollegen aus der Roten und Grünen Fraktion verweisen dann gerne auf die Vorgaben aus dem Finanzministerium und öffentlich schieben Sie sich dann in der Ampel alle gegenseitig die Schuld an dieser Entscheidung zu, haben wir ja heute auch schon gehört. Die Zeche zahlen wie immer die Bürger bzw. in diesem Fall die Eltern. Frau Ministerin, Sie haben die Ressortverantwortung für Ihr Ministerium und Ihren Haushalt. Daher tragen auch Sie allein die Verantwortung, an welchen Stellen gekürzt wird. Und hier würde ich Sie gerne daran erinnern, dass Sie Familienministerin sind. Das Wort Familie steht nicht umsonst da und auch nicht umsonst an erster Stelle. Wieso sage ich das? Weil Sie anscheinend bei den Haushaltsberatungen innerhalb Ihrer Regierung wohl nicht die Familien vertreten haben, sondern eher die Partikularinteressen Ihrer grünen Kollegen und die Interessen Ihrer Ideologiefreunde in diversen sogenannten Nichtregierungsorganisationen und Netzwerken mit Queer-, Gender- und sonst was Ideologien. Sprich, die Familien mussten sich wieder einmal hinten anstellen. Frau Ministerin, ausgerechnet beim Elterngeld zu sparen, ist das Letzte, was mir als Haushälterin der AfD-Fraktion einfallen würde. Es gibt immer noch reichlich an Ausgaben in Ihrem Ministerium, wo man sparen kann. Wir haben es Ihnen und Ihrer Koalition mit unseren Änderungsanträgen in der Vergangenheit immer wieder aufgezeigt. Man muss nur die Prioritäten richtig setzen. Ich will aber das Augenmerk noch auf weitere Stellen Ihres Entwurfs richten. Es gibt nämlich weitere Bereiche, wo Sie ordentlich gekürzt haben, nämlich bei der Kinder- und Jugendpolitik um satte 220 Millionen Euro und bei den Freiwilligendiensten um insgesamt 75 Millionen. Auch die Kürzung im Rahmen des Zukunftspaktes für Bewegung, Kultur und Gesundheit um 95%, also fast auf null, sehen wir äußerst kritisch. Es herrscht nahezu Einigkeit unter den Experten, die sagen, dass die Corona-Maßnahmen einen wesentlich größeren Schaden bei den Kindern angerichtet haben, als man dies angenommen hat, insbesondere was deren Sportleistung anbetrifft. Nur noch 12% der Kinder werden mittlerweile als fit eingestuft. 12%. Jetzt ausgerechnet bei einem der wichtigsten Programme, die dem entgegenwirken sollen, zu sparen oder gar das Programm komplett auslaufen zu lassen, das ist das völlig falsche Signal. Wo Sie mal wieder keine Sparmaßnahmen ergriffen haben, ist bei der Förderung der ganzen NGO-Netzwerke, wie etwa dem Programm Demokratie leben. 200 Millionen fließen da ungehindert weiter an dubiose Organisationen und Vereine, die unter anderem islamischen Fundamentalismus predigen oder Kinder mit Gender-Ideologie indoktrinieren. Sie haben auch nicht gespart bei der Förderung der Jugendorganisationen der politischen Parteien. Das heißt, alle hier vertretenen Parteien, bis auf eine natürlich, kriegen weiter Steuergelder für ihre nicht politische Arbeit. Und gespart wurde natürlich auch nicht bei den sogenannten Antidiskriminierungsbeauftragten. Frau Attermann darf in diesen Zeiten auf ein nahezu verdreifachtes Budget seit 2020 zugreifen. Und ich bin mir sicher, dass sie, wie in den vorigen Haushaltsberatungen auch, noch mehr Geld verlangen wird. Denn sie sieht überall Diskriminierung und je mehr Diskriminierung sie entdeckt, je mehr Geld braucht sie natürlich auch, um dagegen zu kämpfen. Viele Fragen ergeben sich bei der Kindergrundsicherung. Es geistern da sehr unterschiedliche Zahlen durch die Welt. Zuletzt war die Rede von 2,4 Milliarden Euro, nicht ab nächstem Jahr, sondern erst ab 2025. Auf der Webseite Ihres Ministeriums wird von der umfassendsten sozialpolitischen Reform seit Jahren und dem Einstieg in eine wirksame Armutsbekämpfung gesprochen. Es soll also der große Wurf werden. Wenn man nun aber bedenkt, dass das Kindergeld alleine derzeit rund 50 Milliarden Euro pro Jahr kostet und wir bei der Kindergrundsicherung von 2,4 Milliarden Euro reden, hört sich das nicht nach so großem Wurf an. Die Erhöhung wird nicht einmal die Inflation abfedern, geschweige denn ein Mehr für die Familien schaffen. Selbst wenn Sie eine weitere Erhöhung des Bürgergeldes für Kinder ab 2025 einrechnen, passen die Zahlen für die Grundsicherung nicht, die Sie so stolz präsentieren. Aber darüber werden wir beim nächsten Haushalt beraten, nicht in diesem. Zusammenfassend können wir für diesen Haushaltsplan sagen, wir sehen als AfD-Fraktion erheblichen Korrekturbedarf beim Haushaltsentwurf Ihres Ministeriums. Und natürlich freuen wir uns trotzdem auf die Haushaltsberatung. Ich bedanke mich sehr gerne. Und
Schluss nochmal versöhnliche Worte von Ulrike Schielke-Ziesing für die AfD-Fraktion. Nächste Rednerin ist Gide Jensen. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser Haushaltsentwurf, der achtet die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse. Und ich bin Bundesfinanzminister Christian Lindner sehr dankbar dafür, dass er auch seine Kabinettskolleginnen und Kollegen an dieses Ziel erinnert hat. Und das sage ich an dieser Stelle ganz explizit, weil wir heute über den Einzelplan 17 aus dem Haus FSFJ sprechen und das J ja bekanntlich für Jugend steht. Investitionen in die nächste Generation sind Investitionen in unser aller Zukunft. Und dafür ist Bildung, dafür ist Teilhabe der Schlüssel. Und am Donnerstag werden wir hier von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hören, was es zum Startchancenprogramm zu sagen gibt, das gerade mit den Ländern in der Abstimmung ist. Und bei der Kindergrundsicherung haben wir ja schon viel auch in der Sommerpause diskutiert und debattiert. Unser Petitum dort ist klar. Und Martin Gassner-Herz, mein Kollege, wird dazu später auch noch weiter ausführen. Wir wollen, dass es unbürokratisch und effektiv den Kindern und Familien hilft, die auch jetzt schon anspruchsberechtigt sind. Wir haben auch von Sönke Rix gehört, wie sich die Kindergrundsicherung zusammensetzen wird und dass es weit mehr ist als die Milliardenbeträge, die wir gerade nur dazu hören. Wir wollen vor allen Dingen an der Chancenarmut anpacken, die in Deutschland besteht. Und das schaffen wir mit Bildung und Teilhabe. Aber Stichwort Schuldenbremse. Dass dieser Staat hier nachhaltig wirtschaftet, ist auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit. Denn die finanziellen Spielräume, die wir uns heute auf Kredit finanzieren, das sind diejenigen, die wir uns erkaufen oder die wir den jungen Menschen, den nächsten Generationen abkaufen. Unser Job hier in diesem Parlament ist, dass wir in den Haushaltsberatungen uns über die Einzelpläne beugen und immer wieder zwei Prüffragen stellen. Die erste Frage ist, erreichen wir mit dem Geld wirklich das Ziel, das wir erreichen wollen? Und die zweite Frage ist, gibt es eine effizientere Art und Weise, das Geld einzusetzen und vielleicht sogar noch zu einem besseren Ziel zu kommen? Und ein Posten, bei dem diese zwei Prüffragen für uns als FDP-Fraktion so nicht aufgehen, sind die Vorschläge, die Bundesfamilienministerin Paus zum Elterngeld gemacht hat. Denn die Prüffrage ist, das Ziel des Elterngeldes ist es, dass Eltern Zeit mit ihrem Neugeborenen verbringen können, dass sie sich Care-Arbeit aufteilen können, wie es am besten für sie passt, weil nämlich nicht die Frage, wer bleibt zu Hause, automatisch die Antwort haben muss, derjenige, der geringer verdient. Und nach allem, was wir auch wissen, scheint das Elterngeld, und zwar durch alle Einkommensschichten hinweg, genau dieses Ziel zu erfüllen, also ein sehr erfolgreiches Instrument zu sein. Und deswegen kann die vorgeschlagene Kappung von Frau Paus so nicht helfen, das Elterngeld noch präziser zu machen. Ganz im Gegenteil. Und deswegen schauen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten die Stellschrauben an, die man dort ansetzen kann, das Ziel im Blick behaltend, aber trotzdem möglicherweise die Kosten reduzieren kann. Beispielsweise beim gleichzeitigen Bezug von Elterngeld beider Elternteile, explizit nicht im Mutterschutz. Beispielsweise beim Partnerschaftsbonus, beim Geschwisterbonus. All diese Dinge werden wir besprechen. Es ist noch keine Entscheidung gefallen. Das möchte ich vor allen Dingen in die Union sagen, weil die tun ja manchmal so, als sei nach der ersten Lesung des Haushaltes hier schon alles in Papier und Tüte. Und als allerletztes möchte ich daran erinnern, dass die frühkindliche Bildung und die Kita-Infrastruktur in diesem Land ein maßgeblicher Standortfaktor für den Wohlstand, der hier erwirtschaftet wird und dessen Geld wir hier gerade übrigens verteilen und beraten. Kommen Sie bitte zum Schluss. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Daran möchte ich alle erinnern, denn die große Sorge von vielen Menschen, die gerne arbeiten wollen, ist auch, hat meine Kita so lange auf, wie ich das notwendigerweise machen muss. Darum kümmern wir uns und ich freue mich sehr auf die Beratungen. Sagt Gide Jensen, auch selber Mutter, hier auch mit einigen praktischen Fragen, die Eltern in Deutschland beschäftigen. Gökay Akbulut spricht für die Linksfraktion, sie ist Sprecherin für Familie. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn der Regierungszeit wurden im Koalitionsvertrag teilweise gute Ankündigungen im Kinder-, Jugend- und Familienbereich gemacht. Sie gaben Hoffnung auf dringend notwendige Verbesserungen. Jetzt sind wir etwa bei der Hälfte der Regierungszeit angekommen. Es ist Zeit für eine Halbzeitbilanz. Die Ampelkoalition hat mehrere Versprechen nicht eingehalten. In einigen Fällen hat sie sogar genau das Gegenteil umgesetzt. Hier nur einige Beispiele. Die versprochene Dynamisierung des Elterngeldes ist ausgeblieben. Stattdessen gab es eine Kürzung. Gerade in Zeiten der hohen Inflation ist aber eine Erhöhung der Elterngeldsätze dringend notwendig.
Bei den Freiwilligendiensten werden ebenfalls Versprechen gebrochen. Jeder dritte Freiwilligenplatz soll gestrichen werden. Ähnlich sieht es bei der internationalen Jugendarbeit, den Jugendmigrationsdiensten und dem Bundesprogramm Respect Coaches aus. Außerdem wird der Rotstift bei den Wohlfahrtsverbänden, Mehrgenerationenhäusern, Familien, Ferienstätten und der Müttergenesung angesetzt. Mit diesen Streichungen und Kürzungen werden wichtige Strukturen kaputtgespart, Frau Paus. Groß angekündigt hat die Ampel die Kindergrundsicherung mit 12 Milliarden. In der aktuellen Planung sind es aber lediglich 2,4 Milliarden. 2,5 Millionen Kinder leben nach wie vor in Armut in unserer Gesellschaft. Ihre Kindergrundsicherung ist bei genauerem Hinsehen, Frau Paus, eine Mogelpackung und kein Paradigmenwechsel. Konsequenter Kampf gegen Armut sieht anders aus. Das Spardiktat von Christian Lindner muss dringend gestoppt werden. Gegen Armut hilft Geld. Geld, das Herr Lindner lieber den Unternehmen schenken möchte. Unter dem Wachstumschancengesetz werden Unternehmen mit 6 Milliarden Euro beschenkt. Also 6 Milliarden Euro für Unternehmen, 2,4 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung. Für die Bundeswehr wurden sogar über Nacht 100 Milliarden Sondervermögen eingeplant. Das ist ein Armutszeugnis der Ampelkoalition. Wir werden uns in den Haushaltsberatungen gegen diese Kürzungen einsetzen. Die sozialen Bereiche dürfen nicht kaputt gespart werden. Wir fordern mehr Herz für Kinder statt mehr Panzer. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Nina Stahr für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Frau Ministerin, 6 Petitionen liegen uns aktuell im Bundestag vor. Alle 6 Petitionen zur Familienpolitik. Und alle 6 haben eins gemeinsam: Diese Regierung, diese Gesellschaft soll endlich eine Priorität auf Kinder und Familien legen. Und dafür arbeiten auch wir Bündnisgrünen, dafür arbeitet die Familienministerin. Und ich bin froh, dass wir mit dieser Ampelkoalition einiges erreichen konnten für Familien. Unter diesen schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen hat das Familienministerium, und dafür herzlichen Dank auch an alle Beteiligten in dem Haus, einen guten Haushaltsentwurf vorgelegt. Das Elterngeld wurde jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ja, das sind auch für uns schmerzhafte Einsparungen. Aber klar ist auch, die Bundesfamilienministerin hat unter den gegebenen Bedingungen die sozialverträglichste Lösung gefunden, indem sie eben nicht bei allen Eltern gekürzt hat, sondern bei den wohlhabendsten 3-4%. Und solange hier aus der Union immer keine seriösen Gegenfinanzierungsvorschläge kommen, finde ich, das sind wirklich Krokodilstränen, die Sie hier weinen. Das ist eine reine Show. Sie hatten lange genug Zeit für Familie und Gleichstellung was zu tun. Das haben Sie aber nicht. Und jetzt räumen wir hinter Ihnen auf. Es ist gut, dass die Kindergrundsicherung jetzt kommt. Mit der Kindergrundsicherung machen wir nicht nur für alle Familien das Leben leichter und wir unterstützen besonders die, die finanzielle Unterstützung brauchen, sondern wir machen mit der Kindergrundsicherung unser Land fit für die Zukunft. Denn wenn in Regionen mit hohen Armutsquoten deutlich mehr Jugendliche die Schulen verlassen ohne einen Abschluss, dann raubt das nicht nur den betroffenen Kindern und Jugendlichen Zukunftschancen, sondern unserem ganzen Land. Denn unsere Kinder von heute sind die Fachkräfte von morgen, und dafür brauchen wir jeden und jede Einzelne. Die Kindergrundsicherung sorgt für die Zukunftsfestigkeit unseres Landes und sie sorgt für mehr Generationengerechtigkeit. Und das ist besonders wichtig, weil die strengen Sparvorgaben im Haushalt durchaus dazu führen, dass wir an anderer Stelle schmerzhafte Einsparungen machen müssen. Und da möchte ich einmal erwähnen den Freiwilligendienst oder die Jugendverbandsarbeit. Hier werden wir im parlamentarischen Verfahren noch mal sehr genau drauf gucken müssen. Und da ist für mich und für uns Grüne die Priorität ganz, ganz klar. Der Etat dieses Familienministeriums da zusammenzustreichen, das ist das falsche Signal. Und wenn Sie mich fragen, ob ich lieber Dienstwagen fördere oder Familien, dann ist meine Antwort ganz, ganz klar. Wir Grüne und wir als Ampel kämpfen weiter für Generationengerechtigkeit, für Kinder, Jugendliche und Familien. Das werden wir im parlamentarischen Verfahren tun. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank.
Wort erhält Dr. Katja Leikert für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Frau Stahl gehe ich gleich ein. Ich möchte gerne noch mal zurück zu Herrn Högel gehen. Sie haben gesagt, die CDU, CSU, wir seien nur dagegen. Ich werde Ihnen gleich mal sagen, wofür wir alles sind. Aber, ich kriege das jetzt nicht runter, das bleibt so. Aber eins kann ich Ihnen sagen, was wir uns ganz genau angeschaut haben, sind die 111 Seiten des Haushaltsentwurfs des Familienministeriums. Und wir haben uns ganz genau angeschaut, wo investiert wird, wo Sie streichen und wo Ihre Prioritäten liegen. Und auffallend ist, und wir hören das schon während der ganzen Debatte, dass die Vision der Ampel vor allem die Förderung von linken Lieblingsprojekten beinhaltet. Und als CDU-CSU-Fraktion lehnen wir diese rein ideologische Verteilung von Steuermitteln einfach ab. Und wie ideologiegesteuert die Ampel mit Mitteln, die eigentlich für alle Familien im Land gedacht sind, umgeht, das lässt sich sehr gut eben an der Ausstattung der beiden Bundesbeauftragten im Familienministerium aufzeigen. Das Budget für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit ihrer Beauftragten Ferda Attermann, Klammer auf, Klammer zu, die nicht ganz unumstritten ist, soll von heute 3,5 Millionen dann auf 10,1 Millionen anwachsen. Und das sind 288% mehr. Und im gleichen Zeitraum sollen die Mittel für die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, namentlich Kerstin Klaus, die Bundesbeauftragte, die ich für persönlich für am wichtigsten halte, die eine hervorragende Arbeit macht, nur um 0,5% anwachsen. Auf diese Idee muss man wirklich erst mal kommen. Fast 300% mehr für Ihre teilweise sogenannte Antidiskriminierung, während der Bereich Kinderschutz nahezu stagniert. Das sind maximal verschobene Prioritäten aus unserer Sicht und zeigt, dass Sie vor lauter Gesinnungspolitik einen klaren Kompass in der Familienpolitik eben vermissen lassen. Und sehr geehrte Frau Ministerin, es ist schön, dass Sie zuhören. Vielleicht erinnern Sie sich, im August im letzten Jahr, da sind Sie in die ländlichen Regionen gefahren oder zumindest haben Sie dort Kleinbusse hingeschickt mit der Überschrift »Frühe Hilfen sind da«. Und das ist ein sehr, sehr gutes Ansinnen, denn die frühen Hilfen unterstützen dort, und jeder aus seinen Wahlkreisen weiß das, wo es absolut wichtig ist in den Familien, nämlich bei Familien mit Neugeborenen bis zum dritten Lebensalter. Und was sich nach einem sinnvollen Projekt anhört, das scheint aber schon wieder Schnee von gestern zu sein. So betragen die Mittel für die Stiftung Frühe Hilfen aktuell 80 Millionen. Und in Ihrem aktuellen Entwurf sinken die Mittel um 34 Millionen. Und damit zerstören Sie wirklich Strukturen nachhaltig. Und das ist nicht nachzuvollziehen für uns. Und das ist nicht das einzige Programm, bei dem sich Ihr familienpolitisches Engagement schlagartig geändert hat. Und ich möchte es noch mal sagen, weil es wirklich so frappierend ist, das ist das Thema Elterngeld. Nie heißt es, es ist nur für so ein paar Reiche. In Ihrer ersten Rede als Bundesministerin sagten Sie, wir brauchen auch mehr Geld, um Eltern finanziell zu stärken. Jetzt haben wir es mit Kürzungen von 300 Millionen in diesem Bereich zu tun. Die Unternehmerin Verena Pauster hat eine Petition gestartet und es sind bereits jetzt 613.000 Unterstützerinnen, die dort unterschrieben haben. Und Sie setzen mit dieser Streichung ein fatales Signal gegen die Chancengerechtigkeit, auch in Familien, wo mehr verdient wird. Und ich möchte vielleicht mal darauf hinweisen, dass es gerade Frauen trifft, die sich halt besonders beruflich angestrengt haben. Das muss aus unserer Sicht dringend revidiert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte gehen Sie da noch mal in sich. Ich fasse es mal aus unserer Sicht zusammen, was in Ihrem Einzelplan 17 steht. Sie erhöhen die Gelder für sogenannte Demokratie-Workshops, in denen Kindern erklärt wird, was ihre Pronomen sind. Ich hätte es ja nicht geglaubt, wenn ich es nicht selbst in Hanau erlebt hätte.
während Sie den Bundesfreiwilligendienst kürzen. Sie versprechen den Eltern Zuwendung und kappen dann beim Elterngeld massiv. Und Sie stecken Millionen zusätzliche Gelder in die Antidiskriminierung anstatt in die Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch. Und das ist einfach aus unserer Sicht eine fehlgeleitete, vollkommen überideologisierte Politik. Lassen Sie uns da bitte wirklich ernsthaft noch mal ins Gespräch kommen. Herzlichen Dank. Die Kritik von Katja Leikert. Nächste Rednerin ist Anna-Maria Krasnäher. Sie sitzt im Familienausschuss und ist erst seit Mai im Bundestag. Sie rückte für Kanzel Kiziltepe hier nach. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, in einer Zeit, in der laute Minderheiten Hass, Hetze und Spaltung verbreiten, genau in dieser Zeit kommt es darauf an, die richtigen Prioritäten zu setzen. Es kommt auch darauf an, Rechtsextremismus und Rassismus entschieden zu bekämpfen. Es kommt darauf an, Vielfalt und Toleranz zu stärken. Es kommt darauf an, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Und hierfür stellt das BMFSJ erneut Mittel in Höhe von über 200 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist eine solide Basis für unsere Demokratieförderung in unserem Land. Und zum Stichwort Zusammenhalt und Vertrauen in unseren politischen Institutionen, meine Kolleginnen und Kollegen, bitte erlauben Sie mir, dass ich einmal an den Worten unserer Bundestagspräsidentin von heute Morgen anschließe. Als Bundestagsabgeordnete haben wir auch die Verantwortung darüber, dass Vertrauen in unsere politischen Institutionen besteht. Und das meint eben auch die CDU-CSU-Fraktion. Auch bitte ich Sie auch explizit, das auch Herrn Middelberg weiterzugeben. Ich habe ihn heute im Plenum gehört, ich habe ihn im Radio gehört, ich höre Sie jetzt gerade, Frau Leikert. Hören Sie auf, Migrantinnen als Sündenbock für eine Haushaltslage zu stilisieren, dass wir jetzt sozusagen einen kleinen Spielraum haben. Und das ist nicht fair. Beherzigen Sie Ihren eigenen Vorschlag an dieser Stelle. Mehr Mut für diese Haushaltsverhandlungen, aber mehr Mut auch zum Zusammenhalt, meine Damen und Herren. Denn jeder Euro für die Kinder- und Jugendhilfe, jedes Euro für die Unterstützung von Familien, von Demokratiearbeit und für die Prävention von Extremismus ist ein gut investierter Euro, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es wichtig, hier genau hinzuschauen. Und uns als SPD-Fraktion ist uns vor allem eins wichtig, Sicherheit zu geben und Chancen zu schaffen. Und dabei geht es auch eben genau zu schauen, wie wir gleichzeitig auf der anderen Seite auch langfristig Sicherheit geben können, wie wir den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken, aber auch wie wir solide haushalten. Und ja, das geht eben nicht ganz so leicht, auch nicht in diesen Zeiten, aber wir greifen nicht zu Plattitüden, die einfach nur populistisch sind. Und wir müssen als Haushaltsgebende eben uns anschauen, wo das Geld gut ankommt. Unsere Demokratie muss jeden Tag an dieser Stelle auch gelebt werden. Es braucht tatsächlich auch Projekte vor Ort. Sie alle können wahrscheinlich aus Ihren Wahlkreisen auch Programme vom Bundesprogramm Demokratie leben selber mitbekommen haben, auch berichten, was für gute Arbeit sie leisten. Und deshalb wird es auch wichtig sein, diese Arbeit hier fortzusetzen. Persönlich aus meinem Wahlkreis Treptow-Köpenick freut es mich sehr, dass in den letzten Jahren auch bei den Partnerschaften für kommunale Partnerschaften für Demokratie viele Begegnungen geschaffen worden sind und auch der Zusammenhalt gestärkt wurde. Und ich glaube, diese Demokratiebildungsarbeit müssen wir auch fortsetzen. Auch für junge Menschen ist das wichtig, denn auch über solche Projekte gelingt es, dass junge Menschen auch sich bewusst als gewertschätztes, wertvolles Mitglied in dieser Gesellschaft begreifen. Und das prägt eben auch Leben lang. Und meine Damen und Herren, wir werden auch mit Blick auf den Kinder- und Jugendplan ja natürlich schauen müssen, diese vielfältigen Angebote auch dieser Qualität sichern zu müssen. Wir werden auch schauen müssen, wie wir Erfolge guter Integrationsarbeit, die bereits gut laufen, nicht ins Leere laufen lassen, sondern auch Anschluss bieten. Und deshalb werden wir hier noch mal ganz genau hinschauen müssen. Auch die Infrastruktur der Jugendfreizeit- und Bildungseinrichtungen, das ist uns auch als Fachpolitikerin wichtig. Und eben geht es hier da auch um eine Wertschätzung für die Arbeit, die in den Kindern geht. Es geht darum, dass Kinder
und Jugendliche auch ihre Träume und Chancen ergreifen können. Und weil es auch noch mal um die Abwägung ging im Gesamthaushalt, ja, Einstein sagt es auch mal, wenn es um die Wahrheit und um Gerechtigkeit handelt, gibt es nicht die Unterscheidung zwischen kleinen und großen Problemen. Und deshalb wird es aller unsere Hausaufgabe sein, als Haushaltsgebenden und Haushaltsgesetzgebenden die Härten eines Sanierungshaushalts abzuwenden in diesem Bereich für Kinder und Jugendliche, für Demokratieförderung und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Anna-Maria Trass-Näher hat sich hier unter anderem auch auf die Demokratieförderung bezogen. Das ist ihr Feld, in dem sie gearbeitet hat. 2021 Dezember bis April 2023 war sie Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund sowie Staatssekretärin für Engagement, Demokratieförderung und Internationales in der Berliner Senatskanzlei. Die Kindergrundsicherung kommt. Wir gehen mit ihr das Grundproblem an, dass bisher ausgerechnet Kinder in wirtschaftlich schwierigen Situationen sich dem dichten Dickicht an Dschungel, den die Sozialbürokratie in Deutschland zu bieten hat, ausgesetzt sehen. Den lichten wir jetzt. Wir führen deshalb Leistungen in einem modernen und digitalen Verwaltungsprozess bei einer Anlaufstelle zusammen. Aber uns Freien Demokraten geht es um mehr als nur die materielle Absicherung dieser Kinder. Es geht um ein Versprechen auf Bildung und Teilhabe. Ob du die nächste Fußballmeisterin wirst oder deinen Traum von der eigenen Schreinerwerkstatt erfüllst, hängt von deinem Fleiß und deinem Willen ab. Bisher werden die großartigen Leistungen der bisherigen Bildungs- und Teilhabepakets kaum abgerufen. Zu oft scheitert der Schulausflug am zerknüllten Zettel für den Antrag, der 3 Wochen zu spät am Boden des Ranzens wieder auftaucht. Das wird mit dem Kinderchancenportal sich endlich ändern. Musikverein, THW-Jugend, Handball, Tanzen, Theater spielen, alle Kinder sollen dabei sein können. Das Wachsen in Gemeinschaft brauchen Kinder, um zu starken, selbstbestimmten Persönlichkeiten sich entwickeln zu können. Einige Kommunen haben mit digitalen Lösungen die Inanspruchnahme bereits bei sich anheben können. Das bundesweite Kinderchancenportal wird kommen und es wird ein Gamechanger sein. Ich erwarte, dass wir an der Stelle ambitioniert sind und das zügig umsetzen. An anderer Stelle merkt man im Haushaltsentwurf etwas an, das das Ministerium in letzter Zeit sehr beschäftigt war. So fehlt im Bereich der Ausgaben für Demokratieförderung noch das nötige Fingerspitzengefühl. Es ist in diesen Zeiten, in denen unsere Gesellschaft unter Druck steht, auch wichtig, dass wir uns um gesellschaftliche Stabilität kümmern. Für uns als FDP ist aber gerade deshalb unverständlich, dass so große Kürzungen etwa beim KJP vorgesehen sind, wo Jugendliche bei den Pfadfindern oder im Sportverein lernen, wie man sich in die Gesellschaft einbringt. An anderer Stelle bleiben Titel unverständlich unangetastet. So machen wir das Demokratiefördergesetz eigentlich extra dafür, dass eine andere Ordnung in der Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern möglich wird. Ich wundere mich, warum sich das in den entsprechenden Haushaltstiteln nicht widerspiegelt. An vielen Stellen des Einzelplans verlangen wir von Trägern, die viel Gutes für die Gesellschaft mit knappen Mitteln tun, große Einsparanstrengungen. Das ist uns leider nicht anders möglich. Diese Menschen haben aber dann wenigstens das Signal verdient, dass man mit ihnen in einem Boot sitzt und das Ministerium selbst vorbildhaft mit knappen Mitteln auskommt. Aber hier werden Kostensteigerungen ganz selbstverständlich obendrauf geschlagen. Mit Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit steigen sogar um fast 240%. Es genügt meinen Ansprüchen an eine Vorbildfunktion nicht. Ich bin aber sicher, dass wir am Ende der Haushaltsberatung einen gelungenen Einzelplan 17 haben werden, der sowohl unsere Gesellschaft stärker macht, Gutes für Jugendliche, Kinder und Familien erreicht und dabei gleichzeitig den notwendigen Stabilitätskriterien gerecht wird. Die nächste Rednerin ist Ariane Fescher für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe DemokratInnen, das haut gewaltig rein. Jeder dritte junge Mann zwischen 18 und 36 Jahren findet es okay, wenn ihm im Streit mit der Partnerin die Hand ausrutscht und würde zuschlagen, um sich Respekt zu verschaffen, sagt eine aktuelle Studie. Über die Hälfte der Männer sieht sich in der Rolle des Ernährers und die Frau am Herd. Reaktionäre Rollenbilder sind wieder auf dem Vormarsch und das beinhaltet, dass Frauen weniger wert als Objekt und Besitz von Männern betrachtet werden. Und mit Sachen kann man eben einfach machen, was man will. Woran liegt das?
Wenn Menschen sich ihrer Zukunft ohnmächtig ausgeliefert fühlen, wollen sie mit aller Kraft erhalten, was sie kennen und das vermeintlich Stärke verspricht, und verkennen dabei, dass sie damit genau das fortsetzen, das ihnen die Probleme geführt hat. 55% der jungen Menschen fühlen sich nach einer Studie des Progressiven Zentrums einsam. Einsamkeit geht mit Anfälligkeit für Extremismus, Verschwörungserzählungen und erhöhter Gewaltbereitschaft einher. Einsame füllen ihre Zeit oft mit Medienkonsum oder Spielen, bewegen sich in stereotypen Bildern, festigen unfreiwillig algorithmisch ihr Weltbild und trennen sich immer weiter von der Gemeinschaft ab. Niederländische Studien belegen zudem Zusammenhänge zwischen beim Surfen leicht zugänglicher Pornodarstellungen, stereotypen Rollenbildern, der Betrachtung von Frauen als Objekt und Gewaltbereitschaft gegen Frauen. Das durchschnittliche Einstiegsalter von Jungen in den Pornokonsum ist 11 Jahre und viele haben später Schwierigkeiten, echte Liebesbeziehungen aufzubauen. Einsamkeit, Pandemiestarre, Angst vor einem unbewohnbaren Planeten und einer Zukunft, in der es nichts mehr zu gewinnen gibt, führen viele junge Menschen in Lethargie und das Gefühl, ihrer Zukunft ausgeliefert zu sein. So. Ein Teufelskreis oder gibt es einen Notausgang? Ja, der Notausgang heißt Engagement. Wenn junge Menschen vor Ort, in Kita, in Schule, im Verein und in Jugendorganisationen wertschätzende Gemeinschaft, echte Teilhabe und Selbstwirksamkeit erleben. Der Schlüssel zur Demokratie ist die Erfahrung, die Welt im eigenen Sinne mitgestalten zu können. Wer sich ehrenamtlich engagiert, erlebt Gemeinschaft und lernt Verantwortung für sich selbst, für Menschen, für Natur und für das Gemeinwesen. Angemessene Investitionen in die Kinder- und Jugendverbandsarbeit sind daher elementar für das Gelingen der Demokratie und als selbstbewusstes Parlament unser Ziel im Verfahren. Kostet uns nicht am Ende der gesellschaftliche Reparaturbetrieb in Justiz, Gesundheitswesen, in der Bekämpfung von genannten Gewaltfolgen ein Mehrfaches des vermeintlich Eingesparten? Die freiwilligen Leistungen im Familienhaushalt haben ein relativ kleines Volumen, aber einen riesigen Impact, weil sich jeder Euro in der Wirkung langfristig multipliziert, positiv wie negativ. Zur wichtigen Rolle der Freiwilligen hat sich der Gesetzgeber bekannt. Rund die Hälfte der SFJler etabliert sich als Fachkraft. Fast alle bleiben dauerhaft ehrenamtlich engagiert. Sie leisten in Kita, Schule, Vereinen und in der Pflege vor Ort Unbezahlbares. Die bestehenden Strukturen in den Freiwilligendiensten gilt es zu erhalten, denn gesellschaftlich geht es im Gegenteil darum, diejenigen zu aktivieren und an die Gesellschaft zu binden, die bisher wenig gesellschaftliches Engagement kennengelernt haben. Damit es nicht auf das Elternhaus ankommt, setzen wir uns für die Stabilisierung der Dienste auch weiterhin ein. Wenn wir die Demokratie bewahren wollen, müssen wir den jungen Menschen nicht nur eine Zukunft versprechen, sondern sie und in ihre Selbstermächtigung investieren. Ins Engagement zu investieren, bedeutet, in die Demokratie zu investieren. Und alles andere können wir uns nicht leisten. Vielen Dank. Und damit kommen wir langsam zu den letzten Rednern in dieser Debatte. Paul Lehrrieder für die Unionsfraktion. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich muss heute mit meiner Rede ausnahmsweise mal bei der Linken anfangen. Frau Kollegin Lötsch, jetzt passt sie nicht auf. Frau Kollegin Lötsch, Sie haben vorhin in Ihrer Rede ausgeführt, die Kindergrundsicherung kommt frühestens 2025. Und wir wissen nicht, ob dann die jetzige Regierung noch im Amt ist. Ich darf mich ausdrücklich bedanken für Ihren mutmachenden Optimismus, dass es uns gelingt, die Ampel bis 2025 abzulösen. An uns soll es nicht liegen. Durch die ganzen Reden heute des Vormittags zieht sich eben ein roter Faden durch von Rednern der SPD, die dauernd über die Ära Merkel schimpfen. Und jetzt hauptsächlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen. In den letzten 16 Jahren mit Angela Merkel war 12 Jahre unser Koalitionspartner die SPD. Der letzte Bundesfinanzminister vor Christian Lindner hieß Olaf Scholz, nur für die Historie. Ja, dass es tatsächlich ein Stück weit nicht ganz vergessen wird. Ihr habt Mitverantwortung getragen und jetzt kollektive Amnestie, jetzt wissen wir nichts davon. 4 Jahre waren die Genossen von der FDP dabei. Meine Damen und Herren, das teils absurde Agieren, ja, das war Absicht, das teils absurde Agieren zwischen Finanzminister Lindner
und der für den Einzelplan 17 zuständigen Ministerin Paus lässt jegliche Gemeinsamkeiten im Interesse für unser Land vermissen. Denken Sie an die völlig verspätete Aufstellung des Haushaltes, gefolgt von der Veröffentlichung von internen Mails zwischen den Ministern via Social Media oder bis vor kurzem das zermürbende Hickhack um die Kindergrundsicherung. All das hat das Vertrauen in die Ampel alles andere als gestärkt. Die aktuellen Umfragewerte zeigen dies. Im Ergebnis landen Sie mit Ihrem hier vorgestellten Entwurf für das Haushaltsjahr 2024 fernab der Realitäten und Bedürfnisse von jungen Frauen und Familien. Stichwort frühkindliche Bildung wurde vorhin schon darauf hingewiesen, oder auch der Senioren. Abgesehen davon gibt es jedoch eine Sache, und da müssen die beiden Minister Geschwister im Geiste sein, das sie eint: ein ambivalentes Verhältnis zu Zahlen. Der Finanzminister reizt die Grenze der Neuverschuldung bis aufs Maximum aus, redet neuerdings vom Kernhaushalt und bedient sich mittels diverser intransparenter Sondervermögen Taschenspielertricks. Der hier anwesende Staatssekretär Tonka hat heute Morgen im Morgenmagazin ausgeführt, die Sondervermögen sind ja da, da kann man sich auch ausgeben. Nein, Sondervermögen ist nicht da, Sondervermögen sind neue Schulden, meine Damen und Herren. Taschenspielertricks, um einen Haushalt aufstellen zu können. Verantwortung für unser Land und die kommenden Generationen, die diese Schulden irgendwann abtragen müssen, sieht anders aus. Schauen wir uns jetzt aber den Einzelplan 17 an. Keine Angst. Dieser fällt aufgrund einer völlig verfehlten Prioritätensetzung einer regelrechten Kürzungsorgie zum Opfer. Im Detail heißt das: eine Kürzung beim Elterngeld um 290 Millionen Euro. Damit stellen Sie jungen Frauen erneut vor die Frage, Kind oder Karriere. Von den Vorrednerinnen wurde bereits darauf hingewiesen. Sie verschärfen weiterhin die finanzielle Abhängigkeit vom Partner. Wollen Sie das? Der Text Ihres Koalitionsvertrags wirkt geradezu zynisch. Mit dem gesamten Programmbereich setzt sich der Trend fort, dass die Haushaltsmittel zunehmend durch gesetzliche Leistungen gebunden sind. Mittlerweile macht der Programmbereich laut Bundesrechnungshof nur noch 7,3% des Gesamtetats aus. Insgesamt also 987 Millionen. Dieser Trend wird sich nochmals rapide verschärfen, sobald die Kindergrundsicherung kommt. Ein Projekt, dessen Erfolg mehr als fraglich ist. Gerade Familienpolitik sollte eigentlich viel mehr sein als das bloße Auszahlen von Transferleistungen. Für die Ausgaben der Kinder- und Jugendpolitik stehen im Vergleich zum Vorjahr fast 30% weniger Mittel zur Verfügung. Besonders betroffen hat es damit den Kinder- und Jugendplanung. Liebe Frau Ministerin, in den Jugendverbänden wird Demokratie gelebt, nicht nur in Ihrem Programm, sondern in den Jugendverbänden. Deshalb, wie schon gesagt, lassen Sie uns in den nächsten Wochen in den Haushaltsberatungen darüber reden. Das kann es nicht sein. Ich danke für die Zustimmung aus den Reihen der SPD. Kriege ich immer schon hin, Frau Ministerin. Auch am Garantiefonds Hochschulbereich wurde der Rotstift der Ampel angesetzt. Die nötige Qualifizierungsoffensive für den Kita-Bereich lassen Sie nach Ihrem Kahlschlag bei den Sprachkitas im letzten Jahr fast völlig ausbluten. Nach einer Erhöhung im letzten Jahr sieht es auch für die Stiftung Frühe Hilfen wieder schlechter aus. Frau Kollegin Leigert hat schon darauf hingewiesen. Gleiches gilt auch für das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit. Wie ist es um die Stärkung der Zivilgesellschaft bestellt? Geht man den Einzelplan weiter durch, dann trifft es weiterhin die Freiwilligendienste und insbesondere den Bundesfreiwilligendienst mit einem Minus von insgesamt 24% im Vergleich zum Vorjahr. Viele von den Kolleginnen und Kollegen werden Zuschriften in gleicher Weise bekommen haben in den letzten Wochen, wie ich auch. Auch da müsste man, Frau Kollegin Breimeyer, noch mal genau hingucken. Ja? Das Freiwillige Soziale Jahr feiert im nächsten Jahr 60-jähriges Jubiläum. Welche Signale senden Sie in diesem Haushalt jugendlichen Freiwilligen, die sich engagieren wollen? Zwei weitere wichtige Bereiche möchte ich an dieser Stelle noch ansprechen, die ebenfalls von der grünen Prioritätensetzung betroffen sind. Die Förderung zur Errichtung von Mehrgenerationenhäusern wird das dritte Jahr in Folge abgesenkt. Frau Ministerin, Sie führen die große und wichtige Gruppe der Senioren im Titel des Ministeriums und lassen sie trotzdem hängen. Das haben die älteren Menschen, die sich um unser Land verdient gemacht haben, nicht verdient. Auch die Wohlfahrtsverbände wie der Deutsche Caritasverband, das Diakonische Werk der EKD, das Rote Kreuz und die Arbeiterwohlfahrt verlieren zum Teil beträchtliche Mittel. Ich habe einen dramatischen Brandbrief eines SPD-Kollegen bei mir aus dem Wahlkreis bekommen, der AWO-Landesvorsitzende aus Bayern, der Kollege Wolfhandl, der genau diese Kürzungen im Freiwilligendienst kritisiert hat. Jemand Unbedarfes könnte an der Stelle sagen, die Haushaltsmittel sind knapp, jeder muss seinen Teil dazu beitragen, doch weit gefehlt. Nicht alle Bereiche müssen sparen. Wichtiger als das Elterngeld und damit unabhängige junge Mütter, wichtiger als Kinder- und Jugendpolitik, wichtiger als eine gute Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung oder Seniorenpolitik scheint für die grüne Herausleitung definitiv die Demokratieförderung zu sein. Das Bundesprogramm Demokratie leben umfasst nach der kontinuierlichen Erhöhung der letzten beiden Jahre nach wie vor 182 Millionen Euro, manchmal sind es auch 200 Millionen Euro, hat stets Ausgabenreste in zweistellige Höhe und wird trotzdem nicht gekürzt. Demokratie leben plus, da
der eigene Haus, nicht den Kopf schütteln, Frau Ministerin. Sie haben sich einen Schluck aus der Bulle gegönnt. Der Etat des Familienministeriums stieg von 105 Millionen auf 121 Millionen. Für das Ministerium haben wir 16 Millionen mehr. Für Demokratie leben haben wir genügend ausreichend. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Aber für die ehrenamtlichen Verbände, Frau Präsidentin, danke für Ihre Geduld. Für die ehrenamtlichen Verbände, die Jugendarbeit, die gesellschaftspolitische Arbeit leisten, kürzen wir. Das kann es nicht sein. Lassen Sie uns noch mal hinschauen. Nachher sprechen die Kollegen Breimeyer und Bahr noch nach mir. Herr Kollege. Sie können es jetzt noch korrigieren. Versuchen Sie, die Kurve zu kriegen. Wir danken Ihnen für Ihre Rede. Die Redezeit ist beendet. Sekunden, Frau Präsidentin. Herzlichen Dank für das geduldige Warten. Frau Lehrrieder hat hier schon die letzten zwei Reden angekündigt. Ulrike Bahr spricht als Nächstes. Sie ist die Vorsitzende des Familienausschusses und Mitglied der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Lehrrieder, ich hätte jetzt eigentlich auf einen konstruktiven Vorschlag noch gewartet zum Ende dieser langen Aufzählung Ihrer Negativbeispiele, weil dazu sind wir ja da, hier zu beraten und gemeinsam unsere gemeinsamen Ziele, die es vielleicht ja auch gibt, da voranzubringen. Kollegen und Kolleginnen, viele meiner Vorrednerinnen haben es schon gesagt, der Haushalt für das nächste Jahr entsteht unter ganz außerordentlichen Bedingungen. Ich muss Ihnen, liebe Kolleginnen, nicht sagen, dass wir in Deutschland mit Inflation zu kämpfen haben, dass die Wirtschaft in einer Rezession steckt und dass die Aussichten für das nächste Jahr gedämpft sind. Kurzum, dass die fetten Jahre vorbei sind, dass gespart werden muss. Das ist eine Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen. Und ich hatte mir das zu Beginn dieser Koalition auch ganz anders vorgestellt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir je in eine so schwierige Lage kommen würden und so viel eingespart werden muss. Aber nun ist es so und wir müssen tun, was notwendig ist. Nur einfach pauschal in jedem Bereich den Rotstift ansetzen, das darf nicht sein. Wir müssen schon schauen, wo Kürzungen gerade noch so verschmerzbar sind oder wo nicht. Nicht verschmerzbar sind sie im Bereich Kinder und Jugendlichen. Es ist nicht sinnvoll, Strukturen, die wir über Jahre mühsam aufgebaut haben, jetzt mit dem Hintern wieder einzureißen. Auch wenn es Sparzwänge gibt, wir brauchen unsere Hilfe- und Unterstützungssysteme weiterhin. Dabei sind die Wohlfahrtsverbände die Partner des Sozialstaats. Sie betreiben nicht nur Kitas oder Einrichtungen der Jugendhilfe, sondern auch Beratungsstellen. Sie bieten Freiwilligen Gelegenheiten für bürgerschaftliches Engagement und bringen dafür mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden noch Geld mit. Sie geben außerdem den Interessen benachteiligter junger Menschen eine Stimme, wie ich es gerade wieder im Beteiligungsprozess zur inklusiven Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe erleben darf. Wir haben also allen Grund, sie weiter zu unterstützen, besonders im großen Bereich der Jugendsozialarbeit. Dann bleiben diese Strukturen erhalten, dann wirkt sich das positiv auf viele der zukünftigen Haushalte aus, die in diesem Haus beraten werden, nämlich zum Beispiel durch weniger Staatsausgaben und mehr Steuereinnahmen, weil es jungen Menschen aus schwierigen Lebenslagen mit Anschubhilfe gelingt, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Aber ich sage auch ganz deutlich, wir müssen und sollten auch nicht immer alles nur in Geldwerten messen. Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, zu unterstützen, hat einen Wert an sich und sollte zum Selbstverständnis einer demokratischen und solidarischen Gesellschaft gehören. Solche Werte auch weiterhin zu leben, wirkt sich auch aus auf die Lebensqualität und Zufriedenheit jenes Einzelnen. Und die kann man nicht in die Titel eines Haushaltsplans fassen. Ähnlich wie mit den Wohlfahrtsverbänden ist es auch mit den Mehrgenerationenhäusern, die eigentlich fast falsch benannt sind und Gemeinschaftsstützpunkte heißen müssten. Denn was in der Gemeinschaft gebraucht wird, ist im örtlichen Mehrgenerationenhaus in der Regel zu finden. Deutschkurse für Zugewanderte, Spielgruppen für Kinder, Hausaufgabenbetreuung, Reparaturstammtische, Handykurse für SeniorInnen, Mietberatung, Unterstützung für Geflüchtete und vieles mehr. Und es ist deshalb sehr gut, dass wir vor 3 Jahren dafür gesorgt haben, dass die staatliche Förderung der Häuser erhöht wurde. Nun steht eine geringfügige Kürzung dieser Förderung zur Debatte. Allerdings geringfügig ist sie im Blick auf die Entlastung des Haushalts, nicht aber geringfügig in der Wirkung auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Darum mein Appell, nutzen wir die nächsten Wochen, um intensiv darüber zu diskutieren, wie wir es trotz der angespannten Lage gemeinsam hinbekommen können, dass der Zusammenhalt in unserem Land auch weiterhin stark bleibt. Vielen Dank. Ulrike Bahr war das für die SPD und auch die letzte Rednerin gehört der SPD-Fraktion an. Leni Breimeyer ist die familienpolitische Sprecherin ihrer Fraktion.
Ja, Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war jetzt natürlich die erwartete hitzige Debatte zum Einstieg in die Beratungen zu unserem Einzelplan 17 im Haushalt des Familienministeriums. Ab jetzt wird verhandelt und beschlossen wird dann nach dem aktuellen Zeitplan am 1. Dezember. Und ich mag an der Stelle wirklich allen danken, die uns hier kritisch begleiten, innerhalb des Parlaments, aber auch außerhalb des Parlaments. Nach dem Haushaltsentwurf des Ministeriums bekamen wir ja alle jede Menge Zuschriften und mit klugen Argumenten all diese Einlassungen von Verbänden, Organisationen und Einzelpersonen sind getragen von einem hohen Maß an Bereitschaft, Verantwortung für eine demokratische, solidarische und gerechte Gesellschaft zu übernehmen. Ich danke wirklich allen. Das geht los bei der BUND-Jugend, geht über den Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Wanderjugend, den Deutschen Frauenrat, die Arbeiterwohlfahrt. Alle haben uns geschrieben, mit allen haben wir versucht, Gespräche zu führen und sind da in einem guten Austausch. Vielen, vielen Dank dafür. Und es stimmt, für Kinder und Jugendliche brauchen wir nicht entweder gute Bildung oder finanzielle Grundabsicherung. Wir brauchen sowohl als auch. Ältere Menschen brauchen nicht entweder gut funktionierende soziale Sicherungssysteme oder gute Angebote für aktives Altern. Sie brauchen sowohl als auch. Man kann mit Geld viel gestalten und ermöglichen. Und ich wäre dankbar, wir hätten für unseren Haushalt diese 243 Millionen Euro, die wir Schadenersatz zahlen, weil der Herr Scheuer irgendwie bei der Maut versagt hat, haben wir aber nicht. Aber mit Geld kann man viel gestalten und ermöglichen, aber nicht alles, was eine Gesellschaft voranbringt, kostet Geld. Manchmal braucht man einfach nur guten Willen. Wo ist die Unterstützung der Union bei den Kinderrechten ins Grundgesetz? Wo bleibt die Debatte bei den Konservativen, bei den unsäglichen Strafandrohungen, bei Schwangerschaftsabbrüchen? Wo sind die griffigen Vorschläge für die echte Erhöhung des Frauenanteils im Bundestag? Gesellschaftlicher Fortschritt kostet nicht nur Geld, er kostet auch guten Willen. Und bei manchen Debattenbeiträgen der letzten Tage, insbesondere zur Kindergrundsicherung, da habe ich mir echt die Haare gerauft, wenn Herr Merz kommt und erzählt die Geschichte vom Lohnabstandsgebot, dann muss ich sagen, das ist wirklich daneben. Haben Sie schon mal überlegt, warum das Armutsrisiko von Alleinerziehenden so viel höher ist als das anderer Erwerbstätiger? Diese Frauen, diese überwiegend Frauen, die brauchen unsere Unterstützung und keine Belehrungen. Sie brauchen schon gar keine Debattenbeiträge, die sie in ihrer Lebenssituation diskreditieren, geradezu beschämen. Schämen müssen sich hier wirklich andere. Und ich lade alle Kolleginnen und Kollegen ein, sich mit kreativen Ideen an der Haushaltsplanung 2024 zu beteiligen. Hilfreich wäre in dem Zusammenhang, wenn Sie dabei weniger die Taktik Rosinen picken und mehr das große Ganze sowie eine faire Aufgabenverteilung zwischen den unterschiedlichen staatlichen Ebenen in den Blick nehmen. Das Haushaltsrecht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Setzen wir uns also die Krone auf. Bis 1. Dezember ist nicht mehr viel, aber genügend Zeit nutzen wir sie. Schönen Dank. Leni Breimeyer war hier die letzte Rednerin zum Einzelplan 17, das Budget der Bundesfamilienministerin Lisa Paus. 13,35 Milliarden Euro sind im Entwurf vorgesehen. Das ist, wie gesagt, nur ein Entwurf. Der wird jetzt noch in den Ausschüssen dann beraten. Und da wird es doch noch so einige Änderungen geben.